Hallöchen. Ich rede wieder im VOD mit mir selber, ihr wisst Bescheid. Aber so strange ist das doch eigentlich gar nicht, oder? Also, Let's Playen ist ja eigentlich nichts anderes, wenn man mal ehrlich ist. Das stimmt. Aber wenn du jetzt etwas sagst und ich den Satz vervollständige, dann wird's komisch. Okay, ja, ich verstehe den Punkt. Okay, ich habe überhaupt keine FPS mit dem Resource Pack, also lassen wir das. Boah, ich habe auch das Gefühl, irgendwie die Ansprüche, die Minecraft stellt, sind auch irgendwie größer geworden, oder? Kann das sein? Ja, das ist ja generell ein Spiel, was schon, also da musst du schon irgendwie einen guten PC haben, sag ich mal so. Ja. Ja, das habe ich anstatt 30 FPS 60. Das will ich haben. Sieht man zwar im Stream nicht, aber naja gut, wenn ihr schon nicht gut gucken könnt, möchte ich wenigstens vernünftig spielen. Man muss da ja auch eigennützig sein. Warum war ich bei dir? Weil ich noch Zeit geschunden habe. Weil du, glaube ich, nichts mehr stimmt, zu tun hattest und ich wollte da noch ein bisschen Zeit schinden. Jetzt bin ich auch, ich habe auch ein bisschen Angst, wenn ich jetzt in meinem Keller gehe, weil ich weiß, das ist viel zu groß und ich weiß gar nicht genau, was ich da will. Ich muss erstmal da ein Lager rausmachen. Ja. Weiß ich nicht. Oder Gästezimmer? Ich weiß nicht, was hier im Keller. Naja, der ist schön geräumig. GameSmile, wunderschönen guten Abend. Und Katze Datze, ich mag Katzen, aber Hunde mag ich lieber. So. Nee, weißt du, was ich mache? Nee. Doch. Och. Ich werde erstmal. Ich muss erstmal noch 2-3 Kisten bauen. Und dann werde ich Steine sammeln, um endlich den Hafen anzufangen. Oh ja, auch stimmt, das wolltest du eigentlich im letzten Stream schon, ne? Ja, man kennt's doch. Man kennt's. Das ist mal so. Hallo Luisa. Hallöchen. Ganz viel Stein. Ja. Und das wollte ich im letzten Stream. Ja, guck mal, dafür nutze ich jetzt den Keller. Da packe ich die jetzt da extra unten hin. Ja, was können wir denn mit dem Keller machen? Kann man ja mal ein bisschen brainstormen. Mit einem Keller könnte man... Nun. Stark. Danke. Noah, vielen Dank für dein Follow und wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Hallo. Im Keller, ja, da kann man ganz viele komische Dinge machen, ehrlich gesagt. Unter anderem. Gute Frage. Mit den Treppen. Du Ivo, könntest... Kennst du HelloFresh, wurde hier gerade geschrieben. Ob ich HelloFresh kenne? Ja. HelloFresh. Das ist jetzt ganz schön gemein. Wahrscheinlich ist das irgendjemand, den ich jetzt kennen sollte, aber... Nee, es ist kein Typ. Oder irgendwie so. Ach so, HelloFresh. Ja doch, das kenne ich. Das ist doch das, wo du Essen... Ja, genau. Ja. Ist nicht EcoFresh, oder? Nee. Oh, EcoFresh. Oh, das war noch irgendwie so meine Jugend leider. Also ich habe den nie gehört, ne? Aber so in meiner Klasse... Ja, bei mir doch auch. Da wurde einfach noch Bushido gehört. Oh ja, und je. Das war so. Ja, es gehörte leider dazu. Bringt ja nichts. In den Keller zum Beispiel eine automatische Weizenfarm. An sich eine richtig gute Idee. Aber ich habe hier etwas. Platz. Ich fand das richtig geil, wenn die Musik mich jetzt gerade nicht so anpeitschen würde, dass ich weiter schreien würde. Und ich glaube, wenn man hier rausgeht, so einen kleinen Garten hat und dann hat man hier so riesige automatische Felder. Das könnte halt mega episch werden. Aber an sich eine gute Idee. Man kann da ja sowas wie eine Warzenfarm und so. Ich dachte, ja, das mache ich auch. Ah ja, das ist doch cool. Oder Frösche. Guten Abend, Denise. Hallöchen. Das wäre es ja, eine Fußpraxis für eine Warzenfarm. Nun. Ein bisschen eklig. Ich liege übrigens. Ach so, ja, Moment. Dann bin ich auch mal. Ich spiele immer noch FIFA, ja, weil ich gerade gefragt wurde. Andi, nicht, dass du dich wunderst. Ja, alles gut. Klar. FIFA geht immer. Ja. Was ist denn eigentlich aus deiner Karriere da geworden? Ja, die spiele ich noch. Also ab und zu streame ich die auch. Bin ja irgendwo in Irland, habe ich angefangen und bin jetzt bei Rot-Weiß Oberhausen. Oh, das ist ja interessant. Ganz witzig. Es gab dann zum Glück so ein Angebot. Und ich habe aber gemerkt, ich kann es nicht vernünftig spielen im Stream, weil es dann irgendwie leckt und es ist ein bisschen blöd. Und habe dann jetzt nochmal für mich selber quasi angefangen, wo ich einfach gedacht habe, weil es kommt immer einer rein, der ist auch hier im Channel. Nicht jetzt gerade, aber... Der hat auch eine Karriere und der spielt jedes Spiel. Der lässt keins aus, der spielt jedes Spiel, 6 Minuten lang. Und ich habe da mal reingeguckt und der kommentiert das auch richtig gut und fiebert da richtig mit. Und ich habe gedacht, boah, das ist voll geil. Mhm. Das macht richtig Spaß.
Jetzt willst du auch. Ja, hab ich gedacht, ich muss auch. Bringt ja nichts. Bringt nichts. Geh mal in den Keller. Ja, mache ich gleich. Einen Moment. Ich muss gerade noch mal ein bisschen gucken. Ich nehme jetzt mal nur so ein bisschen mit, weil ich brauche natürlich auch ein bisschen Platz, weil ich es gibt ja keine Rucksäcke. Ach, eine Ender Chest. Da sind wir noch ganz weit von entfernt. Sodass ich nur das mitnehme hier. Ich habe letztens einen neuen Fachbegriff gelernt bei FIFA. Wie war denn der? Irgendwie Simulate to Glory oder so? Ja. Das wusste ich gar nicht, dass das so Fachbegriff hat. Ja, das, also wenn ich privat spiele, also auf YouTube jetzt nicht, weil auf YouTube wollen die Leute natürlich auch Spiele sehen und so. Aber wenn ich privat spiele, dann simuliere ich, glaube ich, eigentlich nur, weil wenn ich spielen will, spiele ich Ultimate Team und wenn ich Manager sein will, dann mache ich halt eine Karriere. Das ist ganz lustig. Ich habe mal mit Jan, der hier auch öfters ist, gleichzeitig das beim Discord gemacht. Dann im Discord kannst du ja deinen Bildschirm teilen und hab das dann dort gemacht. Ich würde mal eben übrigens bei dir etwas verzaubern, wenn das okay ist. Na, sichi. Zwei Spitzhacken kurz. Ich habe jetzt natürlich noch immer kein Lapis, aber naja. Genau, hatten das da gemacht und dann halt auch Simulate to Glory. Und quasi mit dem gleichen Verein sind wir gestartet und haben mal geguckt, über das cool. ein paar Jahre dann arbeiten. Und das hat schon viel Spaß gemacht, ja. Und das macht dann auch sehr viel Spaß. Weißt du noch, wo ihr dann gelandet seid mit der Zeit? Wir haben das ein paar Mal gemacht. Wir sind meistens, also ich glaube, einmal haben wir auch mit der Mod angefangen und haben bei Rot-Weiß Essen, glaube ich, begonnen. Aber ja, also ich glaube, also 2-3 Saisons und das war es dann aber auch. Mhm. Weil wir dann, ist halt schon zeitintensiv natürlich auch. Ja, klar. Immer Zeit finden, Zeit haben. Ja, aber es war schon cool. Also es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ja, schön. Also ich muss sagen, wir hatten ja mal, haben wir gestern gestreamt? Gestern haben wir gestreamt. War das gestern? Oder das? Ich dachte, das wäre auch schon wieder voll lang her irgendwie. Nee, es ist tatsächlich gestern. Also da haben wir ja auch mal über so einen Kanal nachgedacht quasi. Ja, genau. Und sowas wäre halt auch irgendwie richtig cool, wenn du irgendwie beide Manager-Modi-Bildschirme eingeblendet hättest. Und dann quasi das kannst du ja machen, ne? Ja, das wäre richtig überhaupt gut. Überhaupt gar kein Problem. Stell dir vor, du kannst zwei gleichzeitig schauen und dann irgendwie auch so ein bisschen so Wettkampf oder so. Finde ich gut. Das kannst du ja auch jetzt quasi machen, ne? Ich meine, das ist ja überhaupt richtig. Problem, zum Beispiel jetzt über Discord Minecraft einzublenden und der andere packt das mit rein. Im Kleinen. Ja. Bei Minecraft, glaube ich, ist das ein bisschen, muss jetzt nicht. Aber es gibt auch ganz viele, gerade bei, oder auf Twitch, wenn FIFA Pack Opening Gedöns oder so zum Totti, also zum Team of the Year oder sowas, wo dann auch quasi zwei Facecams und unten sind zweimal die Bildschirme. Oh, das ist cool. So ist das dann auf YouTube dann auch zum Beispiel geschnitten. Dann auch bei da gibt es ja ganz viele Karriere-Experimente, wo Leute das machen. Das ist schon ziemlich cool. Du bist halt ständig was am Gucken. Ja. Denise weiß nicht, was sie essen oder was sie kochen soll. Zur Not, Denise, den örtlichen Pizzabäcker in deiner Stadt unterstützen. In den Eingang bauen ein Netherportal und den einen bauen eine Mine bis Höhe 12 und bau dort einen Gang und dort kannst du dann die Dias. Ja, irgendwann sind die Dias natürlich weg. Der Netherportal haben wir, glaube ich, in einem Berg. Aber du kannst es ruhig, genau, also wir haben auf jeden Fall schon eins, aber du kannst ruhig das bei dir machen. Dann komme ich halt einfach immer vorbei und lauf bei dir rein. Natürlich auch also möglich. Ich weiß auch gar nicht genau, warum ich da so viel. Also, es war eigentlich auch Quatsch, ehrlich gesagt. ich hatte nur gedacht, ey, ein Keller ist doch da ganz cool, den genauso zu bauen, dass das so wie von einem Haus ist, aber keine Ahnung, kann Wäschekeller oder so machen. ich brauche hier mal ein bisschen was zu essen. Ja, und ich gehe gleich sowieso jetzt unter die Erde, auch auf diese Höhe, weil ich brauche unbedingt jetzt mal wirklich selbst oder eigenständiges Eisen. viele, viele Steinblöcke brauche ich. Richtig viele für den Hafen. Da könnte ich dich aber auch unterstützen, ne? Also wenn wir den irgendwie so zwischen uns bauen, also generell natürlich auch, aber dann kann ich dich natürlich auch mit Steinen unterstützen, das ist ja gar kein Thema. Ja, das können wir gerne machen. Nur das bin ich bisher noch gar nicht gegangen, so richtig einmal unter die Erde und mal wirklich ein bisschen was weggefarmt dort. Ja, das gehört ja auch dazu. Aber das möchte ich nicht, also ich weiß nicht, das ist noch immer von damals ein bisschen, dass ich das jetzt nicht direkt unter unserer Stadt, sage ich mal, machen möchte. Mhm. Wenn dann mal jemand irgendwie einen Keller baut, dann hast du da Wege drin plötzlich oder keine Ahnung, vielleicht kommen wir ja auch nochmal, vielleicht baue ich da auch eine Monsterfarm hin oder so, keine Ahnung. Diesen Keller, der ist ja für alles möglich. Ja. Also ist ja durchaus,
kann ja sein. Ja, finde ich gut. Okay. Ne, bin ich sofort dabei. Dann keine Minen unter der Stadt. Ja. Und war das nicht damals immer so, man hat das nie gemacht, weil es dann immer geleckt hat? Und ja. So viele waren und alles. Genau. Kaputt. Hatte ich nämlich auch gerade im Kopf. Ja. Ja, Denise, ich gehe unter die Erde. Rest in peace. Dankeschön. Ihr wart immer dabei. Immer an meiner Seite. Immer an meiner Seite. Ich fand dich so erregend. Welches Lied ist es? Warte, also sag mir auf jeden Fall was, ich hab's gleich. Ja. Ja, da wurde es schon richtig genannt. Ah, Mann, das gibt's schon jetzt nicht. Warte mal. Also, mach mal ein bisschen. Du warst immer an meiner Seite. Und ich fand dich so erregend. Ich kann übrigens sehr gut Udo Lindenberg. Ach ja, Cello. Ja, genau. Du spielst. Da kann, muss ich meine Schnute ein bisschen verziehen. Das ist jetzt auch noch gar nicht böse gemeint, aber tatsächlich kann man dann diese. Also, das kann man besser treffen. Ja, auf jeden Fall. Das und, glaube ich. Ja. Immer wenn das im Auto kommt, wenn man gerade irgendwo hinfährt oder so, und dann mache ich das schon extrem laut, verziehe meine Schnute und dann wird da im Duett gesungen. Ich finde den Typen aber auch einfach cool irgendwie. Ja, der hat schon was, ja. Das ist halt so ein typischer Rockstar, finde ich. Also auch wenn natürlich die Musikrichtung eine andere ist, aber weiß ich nicht, auch so, der ist so authentisch und so. Ich finde das einfach unglaublich faszinierend. Auf jeden Fall. Er lebt einfach irgendwie seit Jahrzehnten irgendwie im Hotel und hat da irgendwie seine Suite und so. Es ist so ein interessanter Mensch einfach. Boah, ich habe jetzt ein bisschen zu viel Essen mit, sehe ich gerade. Es wird eine lange Tour. Ich habe gedacht, dass das so viel ist. Ich habe jetzt fast 3 Stacks Brot, weil ich gerade in einem... Ja, ich glaube, da muss ich nochmal zurück. Da brauche ich ja gar nicht mitnehmen alles. Ich wollte nämlich eigentlich nur, dass ich ein bisschen was habe. Obwohl, ist auch egal. Das ja. Ist total voll. Ey, mega Fan bin ich jetzt. Also, ich finde das Lied halt auch. Das ist halt einfach. Achso, warte mal hier. Katze dazu fragt, ob es okay ist, wenn er öfter zuschaut oder sie. Natürlich, klar. Ah, weiß ich jetzt nicht. Nee, bist du nicht so sicher? Nee, muss ich jetzt mal wirklich sagen. Hund Mund wäre okay, ne? Aber Katze Tatze. Katze Tatze, ja. Nee, Denise sagt, oh, ist verboten. Nee, ich finde auch, also. So einmal im Monat? Ja komm, jetzt was soll der Geiz? Jetzt nehme ich das hier auch noch mit. Das Dorf hat eben keine Weizenballen mehr, meine Güte. Aber ich habe ja genug Brot, darum geht's auch. Siehste, und du kannst auch schön dekorieren damit, ist da auch was. Ja. Ich komme jetzt aber tatsächlich nochmal zurück, weil in unserer Nähe ist, glaube ich, eine riesige Schlucht. Und ja, ich glaube, von der Seite kam ich genau. Hab ja immer... Da muss ich sagen, in Minecraft habe ich eigentlich ein sehr gutes Gedächtnis. So Ortkenntnisse und Wege. Fast schon Fotografe. Aber in Real Life nicht? Doch, da auch. Ach so. Auf Minecraft kann beziehen. Es ist einmal im Monat nur, ich glaube, da muss ich wieder gehen. Naja, so oft, viel mehr streame ich jetzt auch nicht. Ist auch nicht so schlimm. Ja, naja. Was sagt Tico? Sollen wir HelloFresh einmal ausprobieren oder nicht? Achso, nee, dazu haben wir gar nicht mehr geredet. Ach so, ach, das war die Frage. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, das habe ich auch nicht so gestellt. Achso, also ich hatte auch schon überlegt, das zu machen oder zu testen. Ich ja, eindeutig probieren dann runter. Ich habe einen Rabattcode. Ey, aber die ballern einen so mit Rabattcodes zu, ne? Ja, das ist so krass. Ist so. Hast du das mal getestet? Ein Rabattcode? Oder getestet. Nee, also HelloFresh, hast du da mal bestellt? Nee. Aber wir sind halt am Überlegen, ja, ob das Sinn macht, weil manchmal hat man schon so die Problematik, zum Beispiel heute waren wir einkaufen, ja, und dann für 5 Tage jetzt, beziehungsweise bis Donnerstag, weil Luisa dann wahrscheinlich übers Wochenende nicht hier ist. Und ja, was holt man? Und dann bekommst du immer wieder auf die gleichen Sachen, die du immer wieder kochst. Mhm. Und wir haben zum Beispiel durch das Intervallfasten, wir haben um 3:45 oder so haben wir erst gegessen, obwohl wir ab 12 Uhr konnten. Einfach, weil gar nicht die Zeit so dafür da war. Also das ist dann immer schon sehr interessant. Nee, also dann, ja, irgendwann weiß man auch nicht mehr, was man holen soll. Ja, also ich finde, das ist halt auch so ein bisschen eine finanzielle Sache dabei, weil die sind ja auch nicht so günstig. Aber so generell finde ich das mega gut und mich würde auf jeden Fall mal irgendwie so ein Erfahrungsbericht interessieren, wie das denn ist,
kommen denn dann die Sachen auch an und sehen dann auch noch schön aus? Oder ist das irgendwie, ne, so generell, wie läuft das? Ja, bin ich auch. Also mein Bruder macht das, deswegen kamen wir da heute nämlich drauf. Der hat das mich reingeschickt. Mhm. Ja. Ich meine, einmal testen kann man ja mit Rabattcodes, dann ist es ja auch nicht so teuer. Ja. Da muss man wirklich gucken, ne? Wenn da jetzt jedes Mal da, also ich liege übrigens, wenn da jetzt jedes Mal irgendwie was dabei ist, was du absolut nicht magst, dann, ja gut, dann verschenkst du es vielleicht dann auch so ein bisschen. Das ist dann vielleicht auch blöd. Man muss schon offen sein. Und ich bin da jetzt mal ganz ehrlich, Selbstreflexion, schwierig. Wirklich schwierig. Ich bin da immer sehr wählerisch. Aber leider. Das ist das Schöne. Ich würde es gerne ändern, aber ja. Das Schöne ist doch, ihr seid ja zu zweit. Und was der eine nicht mag, das ist dann halt der andere oder so. Ja. Ja, das stimmt. Also das kann man immer gut machen. Aber es gibt, glaube ich, kaum etwas. Doch, es gibt eine Sache, die mir spontan einfällt, die ich mag, die Luisa aber nicht mag. Und das ist so ein Heringsfilet aus der Dose. So ein Tomaten-Heringsfilet. Da kriegt sie, glaube ich, immer das Würgen, wenn ich das nur angucke im Laden. Weil sie weiß, wenn ich das esse. Ja, so, also ich hier nämlich mal was Cooles. Bei uns ist das so, bei Süßigkeiten sind wir immer entgegengesetzter Meinung. Alles, was ich super geil finde, findet sie halt total scheiße und umgekehrt. Ja. Und dann haben wir uns einen Adventskalender letztes Jahr gemacht und haben uns dann haben nur die Sachen gekauft, die wir selbst scheiße fanden. Und das war voll der geile Adventskalender. Ich habe den geliebt. Der war richtig, richtig gut, was da drin ist. Das war halt nur Kram, den sie kacke fand. War schon schön. Wie sieht's bei Lakritz aus? Also ich bin bei Lakritz voll dabei. Okay, ich auch. Du? Dann wahrscheinlich sie nicht. Ja, genau, so sieht's aus. Ich wollte gerade sagen, Lakritz ist ja genau das Thema. Ja. Es geht meistens immer um Lakritze. Ja, wenn es ein Streitthema gibt, dann das. Ja. Boah, warum sehe ich denn hier so schlecht unter Tage? Oh, das würde mich auch mal interessieren, Andi. Kannst du dazu fragen? Ja, Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi? Also klar, jetzt sind wir wieder beim Fußballthema. Müssen wir auch nicht die ganze Zeit über Fußball reden. Aber das finde ich, ist eine spannende Frage, weil ich finde beide langweilig. Wenn ich mich entscheiden muss. Sag mal, wo kann ich denn die Helligkeit hier einstellen? Option, Grafikeinstellung, Helligkeit. Ach so, habe ich schon auf Fell. Okay. Wenn Lionel. Echt? Da liegt es dann aber auch nur an der. Aber es hat sich auch geändert. Ich meine, kann jetzt auch nicht mehr sagen, dass Cristiano Ronaldo mega arrogant oder so ist. Nee, das hat sich verbessert, oder? Finde ich. Ja, ich glaube zumindest. Ey, ist dir mal aufgefallen, wo wir jetzt beim Thema sind? Also, es fällt mir gerade auch so spontan ein, aber da müssen wir drüber reden. Was ist denn mit Neymar los? Der bleibt ja gar nicht mehr liegen. Also ich weiß gar nicht, ob du die Spiele gesehen hast in der Champions League, aber der ist stehen geblieben, wenn ihn jemand irgendwie angepustet hat. Der entwickelt sich halt auch weiter, ne? Unfassbar. Vielleicht ist das Pochettino. Könnte ja sein. Ja, das kann gut sein, ja. Ich meine, das ist ja... Kommt aus der Premier League, ne? Ja. Ich merke gerade selber, dass ich einfach eine sehr schöne Playlist habe. Wunderschönen guten Abend, Poon. So, sorry. Ja. Ganz nostalgisch, so ein bisschen an alte Minecraft-Let's Plays, jetzt nicht von mir oder so geguckt, sondern mal, was da so gibt noch. Mhm. Ja, und hab da eine alte Playlist gefunden, die wahrscheinlich jeder kennt, der mit Minecraft irgendwie was zu tun hatte. So von Gronkh-mäßig was. Oh ja. Und da kommt gerade schon die ein oder andere Erinnerung hoch. Ja, Musik, das knüpft halt komplett auch einfach an Erinnerungen immer schnell an, ne? Definitiv. Moin, Zombie. Ja, das liegt daran, dass Neymar 29 geworden ist. Ist Neymar schon so alt? Das heißt ja, ich werde richtig alt. Ja, das sind ja schon nicht mehr die Jungen jetzt. Hä, für mich ist Neymar irgendwie so komplett noch die neue Generation. Hätte mich jetzt jemand gefragt, hätte ich gesagt, auch von seinem Verhalten oder so, hätte ich gesagt, okay, der ist keine 24. So. Ups. Na, nicht ganz. Ja. Neymar hat laufen gelernt. Ja, so sieht's aus. Ey, verrückt. Der Neymar. Was ist denn das hier für ein Höhlenkomplex? Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, so die Fußballer, die jetzt irgendwie besonders trickreich sind oder so, die werden halt auch gar nicht mehr gebraucht.
die sind gar nicht mehr so interessant wie damals. Also irgendwie früher so ein Ronaldinho zum Beispiel, voll genial. Ne? Aber genau, aber keine Ahnung, mittlerweile hat sich das Spiel, finde ich, so verändert, dass das eigentlich gar nicht mehr so relevant ist. Das stimmt schon, ja. Aber also ja, ich glaube generell, weil das Spiel auch anders wird. Oder zumindest ich das anders mitbekomme. Ja, apropos, warte mal, ist nicht jetzt gerade Kiel am Spiel? Ja, Kiel geht sowieso hoch, aber 0-0. Ich möchte eine Fußballwelt, in der Taktik und Passspiel das A und O sind. Ja, so, das ist ja auch etwas, zum Beispiel bei so Karrieregeschichten, die man selbst macht. Wenn man es richtig realistisch machen will, jeder weiß, wenn er ein bisschen FIFA spielt, wie Tore funktionieren. Wie du einfach Dinge reinmachen kannst. Das ist halt das Spiel, es ist halt, oder beziehungsweise anders gesagt, es ist am Ende halt auch ein Spiel. Mhm. Und dann weiß man solche Dinge halt. Es ist halt einfach so. Aber genau da setze ich dann manchmal auch an, wenn ich selber spiele, dass ich einfach extra oder bewusst falsch spiele. Also jetzt nicht so nur auf das Tor hingehend, sondern dass das vielleicht geil herausgespielt ist oder so. Das halt so richtig Bock macht. Ja, du bist wieder im Roleplay da auch komplett, ne? Ja, tatsächlich. Also es muss dann schon, wenn ich schon was realistisch, also wenn ich da schon spiele, dann möchte ich es auch realistisch haben. Und ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest. Manchmal kann man es nicht ändern. Wenn ich meine erste Saison spiele und sofort die besten Erfolge habe und gar keine Probleme und aufsteige oder Meister werde oder so. Es ist so langweilig. Und dann, ich habe noch nie in meinem Leben in einem FIFA-Teil eine Karriere von Anfang an bis Ende durchgezogen. Diese 15 Jahre. Nicht einmal. Ach, also nach 15 Jahren ist tatsächlich dann Schluss, oder wie? Ja, nach 15 Jahren ist Schluss. Ja. Echt? Oh, das wusste ich gar nicht. Auf. Deswegen finde ich diesen Gedanken da von dem einen sehr, sehr gut. Oh, ich habe mich richtig erschrocken, weil ich in der Höhle bin. Dann war Geräusche. Oh Gott, da kommt jemand. Also finde ich halt mega den Gedanken gut, jedes Spiel einfach selber zu spielen. Weil, also dann habe ich nämlich auch manchmal das Gefühl, im Real Life nimmt man sich richtig viel Zeit für das nächste Spiel. Auch als Fan. Mhm. Also, ne, man weiß, wann spielst du und dann guckst du das ganze Spiel mega aufmerksam. In FIFA, da ist das halt so schnelllebig irgendwie, ne? Du willst halt so ganz schnell durch und nimmst schnellstmöglichen Erfolg, aber wenn er dann da ist, dann habe ich ganz oft das Gefühl, das ist blöd. Weil ich dann viel zu schnell war. Dann bin ich schon im Jahr 2024 und alles total unrealistisch. Ist es ja vielleicht gar nicht, aber die ganzen Wechsel und keine Ahnung, Schalke spielt noch immer in der ersten Liga und so. Das ist halt nicht realistisch. Kurzer Front. Ja, aber also, das müsste ich mir, glaube ich, echt mal so ein bisschen hinter die Ohren schreiben. Und wenn ich dann zum Beispiel bei Formel 1, die ja einen richtig guten Modus haben, sehe, jedes Rennen fahre ich da und also, da gibt es halt gar keine Möglichkeit zu überspringen. Mhm. Also, ja, weiß ich nicht. Das ist schon, ist schwierig. Das ist ein schmaler Grat. Ja, aber ich hätte voll Bock drauf. Also ich werde mir dieses Jahr kein FIFA mehr kaufen. Also FIFA 21 werde ich mir nicht mehr kaufen für eine Next Gen oder PC oder so. Und das mit Switch und PC machen ergibt, glaube ich, nicht viel Sinn. Ja. Ja, aber so nächstes Jahr habe ich vor, das für die Xbox One mir zu holen. Mhm. Ja, fände ich nicht verkehrt, dann das vielleicht mal so zusammen ins Auge zu fassen. Ja, auf jeden Fall. Das wäre schon ziemlich cool, glaube ich. Aber ich muss auch sagen, wenn du sagst, nach 15 Jahren ins Ende. Also ich spiele jetzt seit FIFA 21 raus ist. Ich glaube, Oktober war das, ne? So circa. Ja. Ja, ich glaube, war diesmal ein bisschen später, also Oktober, ja. Mhm. Seitdem spiele ich die Karriere und ich bin jetzt in 2023. Also ich starte jetzt irgendwie nächste Woche im Stream irgendwie in 2024. Ey, wie langsam bin ich denn? Das ist ja unglaublich. Ja. Aber der eine ist jetzt auch erst, also was heißt erst, aber in der vierten Saison mit Karlsruhe und dann habe ich die Tabelle gesehen und habe gedacht, boah, das ist richtig geil. Irgendwie 26. Spieltag, Platz 12, geht so gefühlt um nichts mehr. Und ich hatte innerlich das Gefühl, richtig cool. Es geht halt einfach mal um nichts. Ansonsten geht es ja immer um alles. Mhm. Ist schon schwierig. Deswegen habe ich jetzt einfach nochmal neu angefangen für mich und habe wirklich von Grund auf alle Einstellungen überprüft. Die Laufwege, also die ganzen individuellen taktischen Einstellungen. Spiele die Spiele jetzt auch auf volle 2x6 Minuten und nicht immer dieses 2x4, weil es mir dann eigentlich zu lange dauert. Ja, werde einfach jetzt mal gucken, also ob mich das catcht. Es ist natürlich lange und ist auch zum Zeitpunkt, wo FIFA ja
zumindest bei Ultimate Team, ja, so Ultimate Team sowieso ein bisschen raus ist. Mhm. Ja, und dann mal gucken, also. Wieder zu viert. So, jetzt muss man hier. Ach, alles macht zusammen halt einfach mehr Spaß. Muss man ja einfach sagen. Das ist so. Hiko mag Xbox, der Konsolenkrieg startet. Also ich muss sagen, mir ist das so egal. Also, ich habe echt. Das sind ja Konsolen, ne? Switch ist Nummer 1, Nintendo immer. Aber alles, was dahinter kommt, mir egal. Ja. Ja. Also ich muss sagen, also ich finde PC halt sehr angenehm, aber jetzt. Also, ich vermisse auch manchmal eine Konsole. Gerade jetzt mit dem neuen Fernseher zum Beispiel, da macht das natürlich auch nochmal was. Hat ja sonst auch ganz oft die Konsole am PC quasi, an dem Bildschirm dann. Mhm. Und ja, es ist halt irgendwie, ich vermisse es schon jetzt so ein bisschen. Also es wäre einfach ganz entspannt mal. Aber ich habe auch immer gerne das Gefühl, deswegen finde ich das auch so cool, dass das mit dem ganzen Stream und so ja eigentlich funktioniert, dass man das auch teilen kann mit anderen. Ja. Das ist ja auch immer so ein bisschen der Fokus dabei. Ich teile halt mega gerne Dinge, die ich irgendwie auch für cool empfinde, weil ich denke, es gibt bestimmt welche, die das auch cool finden und ja, das ist schon ganz, ganz schön. Ja, ich glaube, der große Vorteil einfach an der Konsole ist, dass du beim Stream der PC nicht überfordert ist. Ich glaube, das ist so das größte Ding. Ja, ich hatte mir damals auch so viele Überlegungen gemacht, auch mit, was ja ganz viele dann gemacht haben, mit so einem eigenen kleinen Rechner oder so. Ich meine, mittlerweile ist das ja alles gar nicht mehr so teuer, ne? Mhm. Der einfach nur den Stream übernimmt. Ja. Und auf dem anderen spielst du dann. Aber das ist halt auch so, da musst du auf dem Platz, da muss so viel passen. Ja. Und es muss halt auch wirklich Sinn machen. Und nicht, dass du dann nur, keine Ahnung, jetzt mal doof gesagt, 2-3 Mal im Monat streamst. Ja, das stimmt. Ja, ich finde, solche Spielereien ergeben halt Sinn, sobald du dir das finanzieren kannst über den Stream selbst, so zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Da sind wir jetzt ja gerade dabei. So, das war doch schön hier mit der Spitzhacke. Guck mal, 19 Diamanten. Nur wegen der Spitzhacke. Das läuft doch schon mal gut. Kannst du natürlich auch gerne mal ausleihen, ne? Die Diamanten? Auch. Ja, und die Spitzhacke. Ach so, danke schön. Ich habe eine Glücks-2-Spitzhacke. Ach ja. Wie viel hast du? 3. Ah ja. Ah ja, gut. Also, war das nicht durch das Buch gefunden? Nee, irgendwie. Weiß gar nicht mehr, wo ich durch das hatte. Ich habe keine Ahnung, woher ich das habe. Ob ich das Buch gefunden habe oder so? Oder irgendwie beim Händler? Weiß ich auch nicht. Es wird ein Mysterium bleiben. Ja, das stimmt. Oder man guckt halt einfach nochmal in den Stream. Oder das. Aber die speicherst du auch gar nicht, weil die sind ja bei Twitch dann irgendwie nach, keine Ahnung, 2 Wochen oder so weg. Gut, bei denen jetzt, wo nur eine Stimme quasi ist. Ja, man kann ja nebenbei auch aufnehmen, ne? Ja, also ich könnte es, glaube ich, nicht. Ich glaube, dann würde mein PC überfordert sein. Ich weiß nämlich auch nicht, ob das bei mir eine Möglichkeit wäre. Aber ich glaube, das sind so, nicht so Gedanken, aber ich habe jetzt zum Beispiel vorhin einfach noch gedacht, ich passe jetzt mal die Facecam noch irgendwie an, weil es blöd war und ich möchte auch irgendwie kurz das Logo quasi wieder ändern. Mhm. Einfach nur so ganz grob, jetzt gar nicht wirklich großartig was, aber einfach nochmal kurz ein bisschen staubsaugen, bevor man die Idee dann vielleicht ja auch in etwas umsetzt, was wir da gestern so ein bisschen gewonnen haben. Ja, total. Also das finde ich nämlich auch jetzt gerade, ich merke das halt gerade auch, es ist ja, also wir spielen zusammen, das ist cool, es sind jetzt bei dir welche, es sind bei mir welche und die kennen sich ja untereinander, Und, also weitestgehend, sage ich mal, würde ich mal behaupten, und ich meine, die kennen ja uns beide auf jeden Fall. Es ist ja jetzt nicht so, dass einer den anderen gar nicht kennt. Mhm. Und dann ist es doch total hinderlich eigentlich, dann auch mit Multi-Twitch oder so, dass man einfach einer streamt und dann hat man ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, man könnte über Discord, wenn es jetzt Sinn macht, ne, man muss es ja nicht dauerhaft machen, man kann ja auch mal kurz reinschalten oder so, ne? Mhm. Oder man kann sich auch abwechseln. Man streamt das und dann, keine Ahnung, zeigt man den anderen Bildschirm 5 Minuten oder so. Weil da gerade was Interessantes ist oder wenn man was vorhat, wenn man einen Tempel entdeckt oder so. Das ist doch viel, also richtig cool eigentlich. Als Zuschauer wirst du dann einfach zu denen hingepackt, wo es gerade mega interessant ist. Und den Ton hat man ja trotzdem, den hat man jetzt ja auch. Ja. Die hören mich, bei mir hören sie dich.
Also zumindest live. Und immerhin. Das ist ja eigentlich genau, also deswegen finde ich das so mega interessant, dass das doch eigentlich, also mir fallen halt noch nicht so die mega vielen negativen Dinge ein, warum das kaum jemand macht. Weil das ist doch eigentlich generell eine richtig gute Idee. Ja. Deswegen gucke ich auch gerne auch Twitch oder so, auch zum Beispiel Pete's Meat oder sowas. Mhm. Also ich muss sagen, ey, ich bin da voll dabei, und als ich das gestern meiner Freundin erzählt habe, meinte die auch, das passt einfach. Also anscheinend harmonieren wir voll gut, und das passt so von unserem jeweiligen Temperament auch irgendwie ganz gut zusammen. Ja. Also ich hätte da eh super Bock drauf, ich bin da sowieso sofort dabei. Ja. Einzige Sache ist halt, dass man halt wirklich drüber nachdenken sollte, ob das auch was ist, wo man langfristig Bock drauf hat, weil es wäre halt schade, wenn man das jetzt nochmal startet und dann das wieder nichts wird. Also klar, wenn es nicht passt, dann passt es nicht, so ist es halt einfach. Aber dass man halt irgendwie so ein bisschen drüber nachdenkt und sagt, das könnte ich mir längerfristig vorstellen. Wir können ja mal einfach mal in den Chat, für die, die jetzt zumindest da sind, was denkt ihr denn darüber, ob das, also wäre das etwas, also würde es euch etwas ausmachen, wenn es so wäre zum Beispiel? Hättet ihr, oder vom Gefühl her vielleicht einen Nachteil dadurch, kann ja sein, ne? Gibt ja bestimmt welche, die sagen so, ist aber irgendwie nicht cool, aber also, weil also mir da selbst nicht viel einfällt, fände ich das halt sehr interessant, wenn es da jemand auch gibt, der denkt, nee, eigentlich ist das blöd, was da so die Beweggründe dann sind. Also Poon hat jetzt direkt schon geschrieben, ich finde auch, dass ihr ein gutes Streampaar wärt. Oh, wir sind ein Paar. Oh. Oh, wie Minecraft. Oh. Aber ganz ehrlich, wir haben da auch spaßhalber mal so ein bisschen drüber nachgedacht, meine Freundin und ich. Und wenn man das halt komplett so auf dieses Doppelte aufmünzen würde, das wäre halt so ein krasser Magnet sozusagen für Leute, weil man halt weiß, okay, das ist halt was anderes als bei den anderen, und man hebt sich halt einfach komplett ab. Auf jeden Fall. Und selbst wenn du das mal nicht hast, ne, also das ist ja auch genau diese Thematik, was ich meinte. Also, ne, also klar, das Bevorzugte ist, dass man was zu zweit macht oder halt irgendwie was Koop-mäßiges, was weiß ich. Mhm. Das ist ja durchaus, du hast ja auch deine Stream-Sachen oder so, die ich zum Beispiel jetzt nicht, wenn es jetzt auf der Twitch ist oder so, keine Ahnung. Mhm. Ja. Oder bei mir sowas wie Isaac oder so, ne. Du hast ja auch immer die Möglichkeit, also es ist ja sau selten, dass wir beide jetzt mal gleichzeitig etwas streamen. Und ich hätte zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, wenn man dann, also ne, wir sind ja dann, wären dann ja sowieso im dauerhaften Kontakt, und das, keine Ahnung, du schreibst mir dann so, ey, ich würde das und das jetzt gerne machen morgen, hast du da irgendwie, hättest du da auch irgendwie Lust, ansonsten wäre das okay. Mhm. Ich fände das halt mega, es ist halt so ein bisschen gebündelt, du musst halt nicht jetzt mal, ich sag's extra übertrieben, 13 Kanäle voll zu und du weißt nie, wann wer da ist, und man kann das so ganz transparent machen. Man kann es ja schön auch alles auf Twitch selbst schreiben, ne? Oder dann über, keine Ahnung, Social Media oder sowas, wer wann irgendwie online ist oder so. Und entweder ist man da, wenn man Bock hat, oder man ist zu zweit, und gerade auch für diese Wochenendgeschichten, ne? Mega gut. Also es wäre wirklich so Magnet, finde ich eigentlich sehr treffend. Ich habe auch gestern nochmal gedacht, was halt auch ein Riesenvorteil einfach ist, wenn man, also wir haben ja beide so ein paar Leute, die ab und zu mal dann auch einen Sub dalassen. Ja. Und also wenn man halt mal drüber nachdenkt, ich liebe halt die Emote-Möglichkeit im Chat. Und wenn man halt die dann auch vielleicht zusammenlegen würde, ne? Also jetzt nicht, dass das irgendwie ein Muss ist oder so, oder dass man das dann erwartet oder so, das auf gar keinen Fall. Aber wenn das dann so wäre und man hätte dann halt einfach nicht auf zwei Kanälen jeweils die Hälfte, sondern auf einem Kanal beide, die das machen, dann hätte man halt auch viel mehr Emote-Slots plötzlich. Ja. Ja, und es ist ja für den, ich sag jetzt mal, für den Zuschauer auch viel angenehmer, du brauchst nur einen Kanal abonnieren und nicht zwei. Genau, und hast, wenn du einen abonnierst, mehr Emotes tatsächlich. Ja. Also nach einer Zeit zumindest. Ja, das dauert ja. Gut, ich hatte auch nur einmal Glück, weil es ganz am Anfang war es bei mir irgendwie recht viel, sodass ich dann noch den einen Slot mehr bekommen habe. Mhm. Aber jetzt ist halt so runter, also jetzt passiert halt gar nichts mehr, ne? Aber es war halt so ein Zeitpunkt, und dann da habe ich auch gedacht, so, boah, jetzt würde dann irgendwie, ich glaube, da war nur noch, dass einer fehlen würde, damit da noch der eine Slot dazukommt, und der kam dann auch zum Glück. Also zum Glück im Anführungsstrichen, weil eigentlich ist es ja egal, aber war schon dann ganz cool.
Und ja, das ist halt. Das macht aber auch Spaß. Keine Ahnung, also wenn man halt sieht, es wird halt so dein, keine Ahnung, dein Emote dann auch genutzt und so, das ist schon schön. Und wenn dann auch irgendwie mehr Möglichkeiten sind, einfach, dass man zum Beispiel mehr Emotionen ausdrücken kann durch Emotes, ist das halt einfach richtig, richtig cool. Man muss auch mal sagen, es gibt ja viele, die Emotes zum Beispiel machen für einen, ganz individuell. Ich habe da ja auch schon so oft für mich geguckt. Es ist jetzt nicht, also für den Arbeitsaufwand oder so, glaube ich, ist es nicht teuer. Aber es ist jetzt erstmal für mich, als ich das immer dann so gesehen habe, auch die Preisvorstellung, habe ich gedacht so, ne, also sorry, aber das kann ich nicht ausgeben dafür. Mhm. Also das 40, 50 Euro oder sagen wir 35 Euro für ein Emote, denke ich mir so, das geht nicht, das kann ich, also niemals. Ja. Weil das mir auch Twitch gar nicht hergibt, dass, also ne, würde das jetzt anders sein, dass ich hier Abonnenten wie sonst was und das davon zahlen könnte, ja dann gerne. Mhm. Ja, da habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn das Geld, was quasi über Twitch kommt, wieder da reingeht. Das ist ja sogar gut. Aber never. Ja. Aber natürlich bei solchen Geschichten, man teilt sich ja alles. Ne? Na gut, also wenn du von mir die Hälfte von Nix haben willst. Ein kleiner Scherz. Ja, aber ne, das ist natürlich, es gibt viele Vorteile und Nachteile sind halt wirklich nur diese, also am Anfang hast du ja keine Nachteile. Nachteile hast du vielleicht, das ist ja das, was wir auch schon mal gestern, glaube ich, angesprochen haben, wenn du groß bist und keine Ahnung, so jetzt sag ganz plump, was ich bei uns überhaupt nicht glaube, aber so Eifersuchtsgeschichten oder so, ne? Ja. Wenn der eine wird mehr oder lieber zugeguckt als der andere und ne, irgendwie sowas. Aber das ist ja überhaupt nicht irgendwie, alles ja so weit weg. Ja, finde ich auch. Das ist eigentlich, also dass die, toll, jetzt bin ich wieder reingeploppt, dass die Nachteile, die wirklich Nachteile sein könnten, also ich glaube, für mich ist das nichts. Ich glaube, wirkliche Nachteile gibt es da nicht. Also ich sehe auch keine. Also das Einzige ist halt so, dass man sich darauf verlässt einfach, dass der andere dabei ist. Also ne, das ist halt schade, wenn der Kanal dann irgendwann nur noch von einem betrieben wird und so. Das wird sich ja auch zeigen, wie das läuft. Und es ist natürlich auch voll okay, der eine hat mal eine Klausurphase oder der andere jetzt irgendwie Ferien oder so und fährt irgendwie in Urlaub, ne? Dann fängt man sich ja gegenseitig sowieso auf. Das ist ja nicht das Thema. Ne, aber wir hatten das ja sehr oft schon, dass wir uns so Gedanken gemacht haben und das auch richtig, richtig cool war und aus irgendeinem Grund das dann aufgehört hat. Also das fände ich halt, habe ich ja eben schon gesagt, ich sag's einfach nochmal, wichtig, dass das halt bedacht ist und nicht passiert. Ich meine ja von uns beiden, wir wissen ja auch, wie wir quasi uns verhalten, wie oft wir zum Beispiel jetzt auch streamen, zum Beispiel, also es ist ja jetzt gerade nicht die Masse. Mhm. Und das weiß man ja auch, ne? Und das muss man ja auch dann so in Planungen mit einbauen. Aber das kann man auch schön auch mit unserem Experiment verknüpfen, oder? Ja, definitiv. Irgendjemanden sagen oder so. Sondern einfach machen und dann nach einem Monat sagen, hey, wir sind schon seit einem Monat irgendwie auf dem und dem Kanal online. Ihr müsst uns nur mal finden. So in der Art, ne? Mhm. Also man kann natürlich bei den Zuschauern, die jetzt quasi diese Idee auch die ganze Zeit mitbekommen, ne, das ist ein bisschen, finde ich, noch was anderes. Da kann man ruhig vielleicht sagen, hey, ne? Da weiß man aber auch, dass die dann nicht sagen würden, ihr seid von dem alten Kanal oder so. Ja, richtig. Also ihr wisst das. Aber ansonsten will man ja nicht immer diese... Ja, sonst kommt man da nicht raus aus dieser Spirale. Ne? Das ist halt dann echt schwierig irgendwann. Da, dass man immer hier mit diesen, jetzt bei mir jetzt mal plump gesagt, mit diesen Nörde Poker. Da kommst du ja nie raus. Ja. Dann. Das ist ja auch nicht irgendwie der Sinn. Oh ja. Was ich aber auch jetzt mit aktiv und so meinte, ist jetzt nicht irgendwie im Sinne von, wir müssen irgendwie jeden Tag streamen und sowas, sondern wenn man irgendwie, aber dass es halt nicht einschläft, also dass man jetzt nicht irgendwie zwei Monate hat, in denen nichts kommt, aber wenn halt ein Monat mal bei ist, ne, wo nur ein, zwei Streams sind, dann ist das halt so. Aber dass es dann halt nicht dazu führt, dass man sagt, wir haben jetzt einen Monat nicht gestreamt, wir hören jetzt den Kanal komplett auf, sondern dass man einfach sagt, okay, jetzt habe ich nach einem Monat wieder Bock, du auch, jo, okay, weiter geht's, so ungefähr. Ja, nee, das sehe ich auch so, also das darf nicht, aber ich glaube, es würde ja auch gar nicht so krass dann irgendwie werden. Ja, das muss ja auch jeder für sich beurteilen und ich bin bei mir der Meinung, dass ich mittlerweile so bin,
dass ich das ganz reflektiert sagen kann und auch nicht mehr so sprunghaft bin wie damals. Ja, ich wollte gerade sagen, man entwickelt sich ja weiter. Ja, wie ein Pokémon. So sieht's aus. Aber auch bei sowas, wenn ich jetzt über Pokémon nachdenke, das ist ja auch so ein Thema. Ich hätte halt auch Bock, mal irgendwie abends Pokémon zu spielen und das vielleicht mal zu streamen, irgendwie ein Shiny Hunting oder so. Aber das ist ja auch nichts, wo der andere ausgeschlossen ist, sondern man kann ja auch das einfach machen, der eine streamt, der andere quatscht mit, wenn er Lust hat. Zum Beispiel, ja. Oder der andere zockt nebenbei dann irgendwie halt ein bisschen FIFA, ohne es zu streamen und quatscht dann halt währenddessen mit oder so. Oder man macht es halt mal alleine, ist ja auch voll in Ordnung. Auf jeden Fall. Also das sehe ich tatsächlich aber auch öfter. Und ich sehe gerade auch, dass das Holz falsch... Nee, ist nur beleuchtet. Das sehe ich tatsächlich auch öfter. Und ich finde das meistens nicht schlimm. Also das ist auch was völlig Normales, dass man irgendwie nebenbei was spielt oder so. Mhm. Wenn man jetzt nicht permanent davon redet, ist das völlig in Ordnung. Das wird natürlich dann irgendwann nervig werden, wenn du dauerhaft, oder wenn man dauerhaft da reinredet und dann so, was eine Chance. Oder so, so richtig penetrant. Aber das wird ja gar nicht passieren. Geht ja dann eher um das Reden und die Themen. Ja, finde ich auch. Aber ich glaube, das ist auch gerade bei... Ja, das war nur eine Schnapsidee. Ich werde gerade von links angemacht. Was weiß ich nicht, weil Tobi noch mitgeredet. Nein, das ist ja eine Schnapsidee so ein bisschen. Was denn? Was gibt's denn? Jetzt ist mich neugierig. Luisa ist gerade so ein bisschen dran, so, oh, was für Ideen ihr kommt. Und dann sagt sie gerade so, erstmal müssen die beiden Freundinnen das absegnen. Ich dachte ja so, bei ihm ist das schon durch. Ja, meine hat das durchgewunken. War das das, was ihr gestern noch besprechen wolltet? So weit ist es gekommen. So weit. Ja. Boah, ich habe hier nirgendwo Platz. Was ich jetzt gerade... Hey, irgendwas dachte ich gerade, das habe ich wieder vergessen. Naja, egal. Ja. Meine Güte, ich habe ja gar keinen Platz hier mehr. Was? Ja. Den Schock. Was ist denn da für ein Schock? Hä, ist deine Freundin nicht begeistert, oder wie? Nein. Was soll das denn? Das ist ja frech. Was sagst du? Weißt du, wir sind nicht dämlich. Hä? Was gibt's denn da jetzt für Kontra? Ja, nur so. Deine Freundin Hallöchen, hat Angst. Max, wunderschönen guten Abend. Abend. Schön, dass du wieder da bist mal. Wie geht's dir? Hallo, das ist Max. Sagt sie so, gut und dir? Da komm in den Chat, wenn du was zu sagen hast. Echt so, und lass uns ab da. Ja. Dann wird mir nachher noch abgezogen vom Haushaltsgeld, oder? Vom Taschengeld, meinst du? Ja, das habe ich mir nachher selber, das ist ja auch nicht so. Ja, nee, ich glaube, die hat einfach Angst um die Spieleabende, dass die weniger werden. So nee, ist es die nämlich. Nicht die weniger. Nein, aber dann werden die auch nicht. Ich würde auch nicht streamen wollen oder so. Obwohl, nee. Es ist schon sehr, sehr witzig, aber das hat so das eigene. Ja, es ist halt schon ziemlich witzig. Also, ich glaube, als Außenstehender, wenn man die Leute kennt, ist es sehr, sehr witzig. Wenn man sie nicht kennt, ist es, glaube ich. Das kann man, das ist nichts für am Anfang oder so. Ja, ich finde es aber auch schön, wenn man was hat, wo man einfach auch mal nicht im Mittelpunkt der Mediengewalt steht. Das stimmt, ja. Twitch ist ja schon, also wir sind ja schon sehr eingespannt in unserem Tun. Richtig. Also das muss man ja auch mal ganz klar jetzt hier. Ja, man kommt ja nicht zur Ruhe. Also, was der Chat hier macht, der geht ab. Gut, dass wir den Slow-Mo drin haben. Hinterher. Ja, da, zack. Zwei Nachrichten. Innerhalb von 2 Minuten, wie soll ich das denn handhaben? Oh, ich habe auch eine Nachricht noch nicht gelesen von vor 6 Minuten. Ich muss erstmal den Plan erfahren und absegnen. Okay, kriegen wir hin. Und dann ganz gut, war ganz schön stressig in letzter Zeit. Max, mach keinen Scheiß. Ich hoffe, bei dir ist aber alles wieder okay und du kannst jetzt so langsam, es wird ja ein bisschen wärmer, in Richtung Sommer genießen. Vielleicht hast du auch mal bald Urlaub oder so. Aber schön, dass du dich mal nicht blicken lässt. Du weißt aber, was ich meine. Ganz cool, mal wieder was von dir zu hören. Ich bekomme richtig viele Clean Stones. Clean Stones. Diese Clean Stones. Herr Poon meinte auch eben. Achso, sorry, wolltest du noch was anderes sagen? Ich wollte nur dazu sagen, was ich halt alles brauche für den Harf. Ich glaube, so viel nicht, aber ich brauche viel.
Poon meinte jetzt auch nochmal wegen der Geschichte eben mit den Kosten für Emotes und so. Für manche Emotes ist es schon ein bisschen komisch, für ein 112x112 Bild 30 bis 40 Euro ist viel. Ja, natürlich ist das viel, also ist auch nichts, was ich mir jetzt aktuell so easy leisten könnte, was ja auch gar kein Thema, also gar nicht schlimm ist, aber ich finde, es ist trotzdem dennoch gerechtfertigt. Also ich weiß nicht, das ist halt sowas Künstlerisches und so, finde ich, ist halt so cool und das ist ja auch sehr, sehr viel Arbeit, die da drin steckt und sehr, sehr viel Übung und so. Und das, finde ich, muss halt auch gewürdigt werden. Aber ich habe gut reden, meine Freundin macht das für mich alles. Den gemeinsamen Kanal dann auch? Ja, definitiv. Also wenn dir das gefällt, ey, die hat da Bock, die ist da am Start. Naja, aber das ist die Preise sind schon hoch, ja. Aber das meinte ich auch vorhin, ne? Ich habe schon das Gefühl, das ist okay. Aber es ist halt für mich, also es steht noch nicht bei mir jetzt in Relation, dass ich dafür so viel ausgeben kann. Ja. Es gibt welche, die sind Besserverdiener oder was weiß ich, die können das machen. Gar kein Thema. Ich kann es nicht. Ja. Ich kann ja jetzt nicht, wenn ich fünf oder wie, ja, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viele Emotes dort da, vier. Ich kann da jetzt nicht 130 Euro für sowas, also für sowas 130 Euro. Das ist mit meinem Bild vom Geld überhaupt nicht vereinbar. Ja. Aber es soll gar nicht die Leistung oder so schmälern. Definitiv nicht, darum geht's gar nicht. Aber das ist. Nee, kann ich nicht. Niemals. Aber das ist ja auch schön, dass wir uns bei sowas einig sind, weil wenn man sowas gemeinsam machen möchte und der eine sagt, ach scheiß drauf, komm, lass da mal 100 Euro reinballern und der andere so, es geht jetzt nicht, das ist halt auch Kacke dann. Ich hab halt. Also, nee, geht nicht. Nee, bei mir auch nicht. Alles gut. Ich hab letzten Freitag auch einen Impftermin bekommen, also ist viel gute Laune da. Ja, sehr schön, das ist doch top. Auf jeden Fall. Cool, Glückwunsch. Ich liege im Bett. Und ich gleich auch. Yay. Wuhu, zack. Ach ja, ja, ich werde mich jetzt auch mal bemühen für einen Impftermin über den Beruf, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Kriege ich tatsächlich auch eine Priorisierung dann jetzt. Ja, ist bei uns tatsächlich auch so. Ach, schön. Als Auszubildender. Dass das geht, ja. Ja, cool. Ja, wir haben jetzt am 5.6. den zweiten. Wir haben vorhin nochmal erfahren, dass wir selbst aussuchen dürfen, ob wir nochmal Astra nehmen oder dann was anderes. Mhm. Und ja, ich gucke mir die Daten, wie sie bis dahin sind, an. Mhm. Je nachdem, was es ist. Ich finde halt, also ja, muss man halt gucken, keine Ahnung. Ja. Das ist ja auch das Schöne, ne? Das ist ja auch ein Riesenvorteil, wenn man sich jetzt die Zeit noch nehmen kann und es noch nicht entscheiden muss und einfach schauen kann, wie ist dann die Datenlage dann. Aber ich habe heute hat der Spahn, glaube ich, auch gesagt, dass Johnson & Johnson auch für alle freigegeben wird. Irgendwie, ich weiß aber jetzt nicht, ob der von der Priorisierung her oder weil es da auch diese Bedenken oder weil es da auch hier Thrombosefälle gab. Aber das ist ja ein Impfstoff, den du nur einmal spritzen musst. Das ist natürlich ein mega wichtiger Gamechanger. Total, ja. Quasi für die, wo man weiß, jetzt mal ganz blöd und plump gesagt, für diejenigen, die in so Gewerben etc. arbeiten, die halt mega wichtig sind. Und dann hast du halt da keine 3 Monate Pause oder so zwischen, ne, zwischen der Impfung. Weil wir haben nämlich auch schon jetzt geredet, alle auch so ein bisschen schulmäßig. Weil man ja nicht weiß, wie es dann nach dem Sommer ist mit den Zahlen etc. Die Lehrer sind dann hoffentlich soweit geimpft, die Schüler ja noch gar nicht. Oder vielleicht dann einmal. Es wird ja kaum jemand zweimal geimpft sein. Ja. Und dann ist es halt schon, muss man halt schon immer gucken, auf welches Maß man da gut kommt, dass es halt auch wirklich sicher ist, ne? Ja. Und ich denke mal, gerade Schule wird da auch noch, also das ist auch so etwas, das kann ich oder würde ich gerne morgen in so einer Art ansprechen, weil das ist ja wirklich etwas. Will man nach den Sommerferien, alle, egal mit welchem Lehrer ich spreche, sagen nach den Sommerferien, hoffen wir, dass wir wieder in die Schule normal können. So, du wirst aber nicht ohne Masken und so da sitzen können. Das funktioniert nicht, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, mit 25 Menschen oder MitschülerInnen da irgendwie in einem Klassenraum zu sitzen. Ja. Und dann ohne Abstand, ohne Masken und so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und da kann man ja Überlegungen antreffen, das ist ja mit so das Wichtigste, wo ganz viele Politiker sagen, ey, das muss passen. Schule muss fluppen. Mhm. Und dass man da dann irgendwie guckt, ja, einfach mal ganz plump gesagt, dass da die Impfungen, wenn die Alten geschützt sind oder die ältere Bevölkerung oder die halt wirklich richtig gefährdet sind, dass da aber auch quasi
frühzeitig geimpft wird, damit man eben vielleicht relativ schnell in einem Normalbetrieb wieder wechseln kann, ohne dass man dann, also ne, es wird ja wieder so sein, dass man sich jetzt bald, ja keine Ahnung, was heißt bald, aber die, die als erstes geimpft wurden, naja, so lange wird es ja auch nicht mehr sein, ne, bis die dann mal wieder dran sein müssten. Ja, also das ist richtig. Auch schon mal ganz interessant. Was ich bei dem Thema schon mal aber schön finde, dass in Kindergärten und so mittlerweile geplant ist, auch diese Lollipop-Tests zu machen. Also das ja. heißt, ne, dass die dann auch getestet auch. Werden und so. Weil man muss natürlich schon sagen, also ich finde das sehr verständlich, dass Lehrkräfte zum Beispiel sagen, wir machen uns da Sorgen. Ne? Also auf jeden Fall. Für die, weil Kinder können halt keinen Abstand halten. Das ist halt so. Die können keine Masken tragen. Das ja. kannst du nicht verlangen. Da muss also die halten sich teilweise besser dran als Erwachsene. Die verstehen aber das auch richtig gut, Kinder. Genau, ja. Das habe ich ja auch mitbekommen. Mega. Aber es ist natürlich schon so, dass das gibt es halt auch Unterschiede, ne? Du musst den einen öfter darauf hinweisen und das ist auch in Ordnung. Aber ja, also hätten wir da jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, also bei uns war ja noch die Frage, ob wir da dauerhaft mit FFP2-Masken oder nur medizinische. Und ich war froh, dass ich eine FFP2-Maske dauerhaft tragen konnte. Ja. Und auch zur Verfügung bekommen habe, weil die da einfach noch teuer waren. Mhm. Weil ich gedacht habe, das hätte echt blöd werden können, ne? Ja. Da hätte keiner drauf achten können. Muss mal eben eine Spitzhaxe vor allen Dingen wechseln. Gibt der Sache einen Namen. Also ich habe so bei mir mit den Kanalpunkten kann man halt Sachen kaufen, ne? So ganz standardmäßig. Und bei mir ist eins davon, gibt der Sache einen Namen. Da kann man dann einfach Ingame-Dinge benennen. Ob das jetzt bei Pokémon ist, ein Pokémon oder sowas. Und das wurde gerade gemacht. Also gerne mal sagen, was benannt werden soll. Zum Beispiel hier irgendwie eine Stadt oder so, das Dorf zum Beispiel. Wenn das für Andi auch okay ist, ist ja unser gemeinsames Projekt. Ne, das sind die Kanalpunkte, da kann ich nichts gegen sagen. Jetzt frag ich, sag mal, habe ich nirgendwo mehr Platz? Das gibt's doch gar nicht. Muss doch irgendwas wegschmeißen. So zwei Pfeile brauche ich jetzt mal eben nicht. was habe ich denn in den Kanalpunkten? Ewig nicht mal reingeguckt. Aber das macht halt auch so Bock, wenn man das wirklich machen würde gemeinsam. Okay. Und dann einfach sich hinsetzt und sich da irgendwas Cooles für überlegt. Gerade auch, wenn man das gemeinsam macht. Irgendwie der eine muss dem anderen dann irgendwie das und das oder... Ich spreche den anderen immer mit Milord an. Ja, sowas. Ja, voll gut. Also, finde ich mega. Das haben wir mal als Trinkspiel gemacht. Das war ganz witzig. Oder beide... Wir haben gepokert und dann musste der Letzte den Ersten so als König und so. Boah, richtig gut. Ja. Ja, sowas ist halt einfach saugut. Oder wenn du zum Beispiel sagst, man muss irgendwie immer gegenseitig den Satz beenden oder sowas und das für eine gewisse Zeit. Das macht halt Spaß. Das ist witzig, ja. Oh ja. Oh Mann, ich muss ja irgendwie, bevor ich jetzt hier anfange mit dem... Muss ich mal irgendwas machen. Das ist mir ein bisschen zu viel in meinem ganzen Inventar. Gefallen dir denn generell die Emotes, die ich jetzt bei mir aktuell habe? Vom Stil? Habe ich die noch richtig in Erinnerung? Mal ja, ne? Also, kannst du ganz ehrlich sagen, ne? Ich glaube schon. Also, ich doch. Ja, doch. Weil dann hätte man dahingehend ja auch schon mal das quasi die Möglichkeit. Ich meine, ich habe meine halt selbst gemacht, ne? Also, braucht man nicht drüber reden. Sind das noch die von damals, wo wir überlegt haben, wo wir uns dann diese Tiere geholt haben? Ja, genau. Das sind auch immer die... Ach, schön. Du hast jetzt die Bärchen, auch, ne? Genau, die Bärchen. Ja, das weiß ich noch. Hey, das war auch, aber auch zusammen gemacht. Voll cool. Ja. Ja, das sind natürlich... Das muss man auch natürlich ganz ehrlich sagen. Sowas macht natürlich auch mega viel Spaß, ne? Ja. Also, solche Kanalgeschichten zu konstruieren und so, macht halt Bock. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Kanäle ich in meinem Leben schon neu aufgemacht habe, nur damit ich das Design neu machen kann. Also das ist, das macht natürlich Spaß, so ist es nicht. Ne, warte, ich brauche noch Bruchstein. Cleanstone. Irgendwie werde ich was damit machen können. Hast du freigeschalten können, ne? Wow. 1500 Emo zum Entsperren, super. Oh, man wird bei mir anscheinend mit 50.000 Kanalpunkten VIP. Oh, bei mir sind es 100.000. Ja, ich glaube, ich hatte, ja, das war damals das Problem, wenn neue reinkamen, ist ja jeder VIP, weil ich halt die VIP gemacht habe, mit dem ich mich einfach mega gut verstehe. Ja. Ja, das ist dann aber irgendwie auch blöd natürlich, weil das ist dann halt einfach gefühlt jeder, ne?
Und du willst halt auch mit, also wenn du neu jetzt in den Stream kommst, willst du ja auch nicht irgendwie außerhalb dieser Community sein, sondern dich direkt integrieren können. Ja, genau. Das ist dann echt schwer, wenn jeder irgendwie so ein Emblem hat oder so. Das kann ich, das ist auch völlig verständlich gewesen. Also, dann habe ich das dann einfach so geändert. Ich meine, da hatte man jetzt auch keine Vorteile oder so durch. Ja. Über meinen komischen Bot, den ich mir da irgendwann mal geholt habe für 5 Euro oder so. Damit ich da VIP habe. Das ist... Da hat ja zum Glück Twitch einiges gemacht, damit man sowas nicht unbedingt noch haben muss, ne? Nebenbei. Also ich habe gar keinen Bot tatsächlich. Ja, ich finde das aber noch... Also ich habe das ja damals auch gemacht, um zum Beispiel so für Wetten, so kleine Nebengeschichten, wenn ich FIFA spiele. Dafür finde ich das noch immer ziemlich cool. Aber da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, der Reiz ist natürlich weg, wenn nur 3 Leute da sind und nur einer wettet oder 2. Ja, das macht natürlich dann keinen Sinn, ne? Das muss man auch mal ehrlich so ansprechen. Das ist dann egal. Dann mache ich es halt auch gar nicht mehr. Ich meine, die Kanalpunkte laufen noch immer. Ich habe den jetzt auch noch, also ich mache den auch noch immer an. Ich sehe da auch zum Beispiel, dass eine Denise mit Abstand am meisten Punkte hat vor Jugler und dann kommt Luisa. Also, ne, das ist dann schon, aber da sieht man auch zum Beispiel Denise, zumindest wenn der Stream an ist, 0,6 Stunden, was ist denn das dann? 0,6 Stunden, das sind ja dann nicht 60 Minuten, keine Ahnung, ein paar Minuten noch und dann sind 100 Stunden erreicht. Für sowas ist das halt ganz interessant zu sehen, so Statistiken, ne? Ja. Finde ich auch immer ganz interessant manchmal, wenn man sich das so mal angucken möchte, wie lang war man denn bei jemandem schon? Also, ich habe jetzt gerade gesehen, man kann tatsächlich über Twitch selbst jetzt mittlerweile Abstimmungen machen. Ja, gibt alles. Also, das brauchst du halt auch nicht mehr. Das habe ich auch schon gesehen, ja. Aber das, finde ich, ist halt dann auch cool bei sowas. Mit Kanalpunkten, ne? Da kannst du halt Kanalpunkte setzen und ja, quasi. Also, das ist halt vom Ding her schon ganz witzig. Ja. Ich meine, den ganzen anderen Sachen, das kannst du halt jetzt alles über Twitch machen. Dann brauchst du jetzt nicht mehr diese andere Geschichte. Ja, ich finde halt einfach nichts, was dagegen spricht, das zu machen. Nee, ich ja auch nicht so gut. Außer deine Freundin. Denn die weiß das ja noch nicht so richtig. So. Ich bin mir gerade am Überlegen, ich will eigentlich ungern, dass der... Also das Problem ist jetzt gerade für den Hafen, dass es halt sehr hoch hier geht. Und ich würde gerne viel abtragen und dann, wie man das auch manchmal so kennt, so eine große Treppe nach oben machen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es das Bild zerstört. Aber eigentlich auch nicht. Aber es ist halt viel Arbeit, vielleicht habe ich deswegen Angst. Ja, wenn es nachher doof aussieht, sagst du Bescheid, dann komme ich mit einer Spitzhacke vorbei und dann... Alles wieder weg. Genau. So, ich gehe mal Richtung Bett gerade. Jo. Ich habe die Anweisung verstanden. Ja. Ich habe jetzt gerade übrigens gesehen, ich habe sogar einen, wo wir letztens drüber geredet haben mit den Followern und das halt nicht mehr so ist wie damals. Aber gerade nochmal drauf geachtet, weil ich letztens schon drauf geachtet habe. Es ist einer weniger geworden. Ja. Das ist schade. Und wir verabschieden uns von Mr. X. Es war schön mit dir. Es war sehr schön. Danke, dass du da warst. Ist aber auch irgendwie, glaube ich, wahrscheinlich nicht schlimm, wenn du weg bist. Weil ich nicht weiß, wer du bist. Und, ja, mir ist gerade eingefallen, tatsächlich, als ich meiner Freundin erzählt habe von unserer Idee, meinte die so, ja okay, wenn ich dann wieder bei dir bin, dann müssen wir das Zimmer so umräumen, dass du eine Facecam benutzen kannst und so. Das war so die Reaktion. Ja, ich hab da auch schon so oft Überlegungen gehabt, wie man das alles, meine ich, stellen das Zimmer jetzt hier 1000-mal um, weil ist ja auch unser Schlafzimmer. Aber ist auch für Homeschooling jetzt quasi, haben wir es, glaube ich, sehr gut hinbekommen, dass wir so eine Art Büro haben. Das ist schon ganz okay. Cool. Das Stream, ja, wie gesagt, ist halt ein langweiliger weißer Hintergrund. Ne? Ja, da haben wir auch schon drüber nachgedacht, was man da machen kann. Ja, man kann den grün streichen. Oh, als, dann ist Greenscreen. Greenscreen, ja. Aber dann brauchst du halt auch ein richtiges Licht. Und da muss ich wirklich sagen, da bin ich noch immer sehr, sehr alt. Ich habe noch nie ein gutes Licht gehabt fürs Stream. Oh. Ich habe jetzt noch immer so eine komische IKEA-Lampe, die mich so ein bisschen... Und ich habe jetzt noch zum Glück, dass draußen ein bisschen hell ist, von links so ein bisschen. Aber es ausgeleuchtet bin ich nie gut. Vielleicht auch besser so, vielleicht würde es auch verschrecken.
Ein bisschen, sagt auch meine Freundin, deswegen. Kann dann gut durchaus sein. Ja, wir werden ja jetzt auch demnächst dann zusammenziehen hier. Mhm. Und da ist es dann halt auch definitiv so. Wir haben ja auch ein Zimmer, Küche, Bad. Ja. So ungefähr. Und das ist natürlich dann auch was, wo man überlegen muss. Deshalb werden wir es einfach auch so machen, dass man einfach so im Hintergrund die Wand hat und dann, ne, ist keiner da irgendwie eingeschränkt. Ja, ist ja auch überhaupt nicht. Also ist ja total gut sogar, ne? Also. Mhm. Da kann man ja auch was Schönes mitmachen. Ja, genau. Ach ja, doch. Ich glaube, das wird. Ja, ihr bekommt da was hin. So. Poon fragt, ob ich mein Zimmer aufräume. Ja, ich bin tatsächlich ein extrem ordentlicher Mensch, muss ich gestehen. Ich hasse einfach Unordnung und hasse viel, dass wenn viel rumliegt oder viel existiert, so generell. Weiß ich nicht. Wie bist du da so, Andi? Ja, auch. Das merkt man jetzt natürlich mit eigener Wohnung und so. Natürlich steht auch mal was rum. Für eine kurze Zeit, ganz klar. Aber so grundlegend soll das schon irgendwie sauber sein, ne? Ja. So. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt kommt, ich habe eigentlich immer ein Stil. Mehr oder weniger. Ich baue gerade Räume und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich glaube, jetzt bin ich bei dem Problem, bei dem du auch bist. Zu viel Platz. Könnte das gut aussehen? Ich glaube, das passt, ne? Muss mal schauen, so. Oder man macht... Ne, warte mal, das war anders. Das war Thomas anders. Wie war denn das? Da war immer noch ein Halfslip drauf, glaube ich. Mach ich das mal weg hier? Hast du eigentlich irgendwo ein Bambusbiom mal gefunden? Nee. Schade, das wäre auch cool. Also soll ich mal nochmal 10.000 Meter laufen? Ja, das wäre lieb, danke. Okay. Jetzt gerade nicht. Tja, ich weiß gerade auch nicht, was mache ich denn jetzt eigentlich als nächstes? Was ist das nächste große Ziel, die nächste Idee? Ja, ich muss auch gerade mal überlegen, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie ich das hatte. Ich fand das aber damals eigentlich ganz cool. Das war es ja auch nicht, ne? Also sowieso nicht. Aber ich gucke mal kurz auf die Zeit. Wir haben jetzt eine Stunde gestreamt und jetzt beginnt die Phase wieder, die altbekannte. Ja. Ne? Die muss dabei sein. Na klar. Irgendwie ist das komisch. Ja, ich bin gerade hier am Rätseln, wie ich das hinbekomme, dass da schöne Übergänge quasi drin sind von den, von dem, also zum Wasser hin. Mhm. Diese Absperrung mehr oder weniger. Ja. Ich bin jetzt gerade nicht so hundertprozentig zufrieden, weil es nicht so aussieht, wie ich es möchte. Weiß jetzt aber noch nicht genau, warum. Also jetzt aus Stein schon, oder wie? Genau, aus Stein, ja. Das muss dann auch so ein bisschen Symmetrie beinhalten. Na klar. Blöd, deswegen machen wir den jetzt mal weiter. Huch, oben rechts war gerade so ein Zeichen, Symbol bei mir noch, dass diese bösen Villager angegriffen haben. Oh. War das irgendwie noch vom letzten Mal? Speichert er das? Ja. Ah, okay. Verstehe. Das auch so machen. Es wäre halt natürlich schön, wenn das, aber das ist ja hier dann eben auch anders. Wäre jetzt ja hier und dann würde. Passt dann aber auch nicht. Ich komme gleich mal rüberschauen. Jetzt bin ich ja doch neugierig. Ja. Ich glaube, ich fusche gerade auch ein bisschen zu viel beim Bauen. Hier und da, anstatt dem richtigen Material ein bisschen Erde in die Lücken. Ich muss das nochmal wegmachen alles. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe das jetzt mal so natürlich belassen.
wie der Strand quasi vorher schon war. Vielleicht fange ich auch nicht hier an, vielleicht fange ich da an, wo es irgendwie mehr Sinn macht. Da habe ich auch noch das Problem, weil es hier einfach so mega hoch geht direkt. Ich habe jetzt einfach unten die Klötze erstmal, das ist jetzt nicht so das Problem. Jetzt soll da ein schönes Geländer drauf. Machst du das mit Clean, also mit Kabel ja. oder mit welchem? Eigentlich mit Steinziegel. Kannst auch mit Clean mal probieren. Sieht auch okay aus. Also ich weiß noch damals in deinem Let's Play, was du gemacht hattest. Ich hab das ja als Video. Genau, und da sah das voll gut aus. Genau, ich guck mal, wie das im Video war. Ich hab nicht die ganze Zeit gedacht, boah, ich habe ja diese Welt gar nicht mehr. Ich kann ja einfach auf mein Video gucken. Juhu. Das ist doch was. Warte mal. Das war doch relativ am Ende. Muss es ja nur einmal sehen. Das ist hier alles nicht symmetrisch, was ich hier mache. Und ich habe keine Möglichkeit, das symmetrisch zu machen. Okay, hier, Poon schreibt's gerade. Der Effekt Bad Omen bleibt so lange, bis du stirbst, ein Dorf besuchst oder 100 Minuten wartest oder Milch trinkst. Interessant, danke, danke. Okay. Aber die ist auch Gift. Echt mal. Jetzt weiß ich's wieder. Jetzt muss ich gerade nur mal gucken. Habe ich noch ein Video, wo ich näher bin? Weit weg? Ah, toll. Finde ich jetzt nicht so dolle. Minecraft für die Kindheit. Wann habe ich denn mal diesen komischen... Wann habe ich das denn mal gebaut? Ach so, in welchem Video quasi, in welchem Part? Ja, aber da sehe ich es. Ah, guck mal, da habe ich abwechselnd... Okay, jetzt verstehe ich es auch. Also und auf den war dann auch der... Also es war immer Kobbel. Dann war eine Stein. Nee, immer abwechselnd. Immer abwechselnd. Ich hatte gar keine Mauern benutzt. Mhm. Gab es denn da schon Mauern? Ja, ja, da gab es schon Mauern. Und dann habe ich das quasi so gemacht. Okay, jetzt wird ein Schuh draus. Mhm. Okay, dann ist ja alles klar. Dann machen wir das einfach mal so und ja, gucken, ob das Anklang findet bei den Dorfbewohnern hier. Wahrscheinlich nicht mehr, wir haben alle Glocken von denen geklaut. Stimmt. Warum nein? Ich weiß es nicht. Kann man doch auch bestimmt craften. Echt, meinst du? Ja. Ach, und das sind dann auch nochmal andere. Oh. Was sind nicht Steinstufen? Hä, was ist denn das? Es gibt doch noch... warte mal, Steine. Mal gucken, wie die aussehen. Da. Latte Steinstufe. Wie mache ich denn glatten Stein? Glatten Stein? Glatter Stein. Warte jetzt einfach nur, in deinem Chat wird es bestimmt gleich beantwortet. Glatten Stein. So mache ich Steinziegel. Habe ich 4 Steinziegel? Passiert nicht. Hä, das sieht ja richtig dämlich aus, was ich hier baue. Och nö. Smoothstone, ja. Klingt gut. Weiß ich gar nicht. Doch, glatter Stein, Smoothstone. Ja. Wie war denn das? Muss den nicht nochmal brennen, oder? Wenn man Cleanstone hat. Darf ach so. Aber aus Cleanstone wird das, ist das denn nicht? Ach so. Man muss normalen Stein brennen. Genau, also ich liege. Dann hat man ja Cleanstone. Da haben wir Cleanstone. Und dann? Aber wenn ich dann eine Stufe rausmache, die sieht anders aus. Aber ich guck gleich mal, was da draufsteht. Vielleicht steht dann ja Glatterstein. Das kann natürlich sein. Ich schaue für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. Also ich habe auf jeden Fall kein Rezept in Minecraft selbst. Steinstufe ist es dann. Kein glatter Stein. Hey, Google. Glatter Stein. Minecraft vielleicht noch dahinter. Glatter Stein erhält man, indem man den normalen Stein im Ofen schmilzt.
Was ist denn der normale Stein? Das ist ja richtig doof. Ja. Man muss normalen Stein brennen. Also doppelt brennen. Anscheinend doppelt brennen. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Bestimmt doppelt brennen. Doppelt gebrannt, am besten. Nee, ich habe jetzt gar keine Kohle. Oh nein. Hast du deine Kohle weggegeben? Ja, weil ich habe unten ganz viele Öfen gemacht und den ganzen Stein gebrannt. Das war schon mal gut, aber jetzt muss ich ihn halt nochmal brennen, jetzt habe ich wieder keine Kohle. Oh. Okay, warte mal, ich habe hier noch... Machen wir es doch, Holzkohle. Ah, hier, Poon schreibt es jetzt nochmal, auch für uns dumm. Also hat er nicht gesagt, sag ich jetzt. Er hat geschrieben, Cobblestone brennen, Cleanstone brennen und man erhält Smoothstone. Also tatsächlich doppelt brennen. Doppelt gemoppelt hält besser. Ja, okay, das kriegen wir hin. Dann machen wir den noch jetzt da rein. Oh, das geht ja relativ. Okay, dann machen wir das auf jeden Fall. Weil dann kann ich nämlich da mal einmal anfangen. Aber ich kann ja schon mal den anderen Stein setzen. Das ist ja... Da haben wir ja noch genügend. Also mal gucken, wie das dann weitermacht. Oh, das wird schon... Ganz schön spaßig. Ganz schön ressourcenaufwendig, ne? Oder was meinst du? Ja. Zumal, wenn ich sehe, wie hoch das dann quasi... Also, geht halt richtig hoch. Also muss ich dann auch mal gucken, wie... wie ich das schaffe mit den... Also ich muss das ja abbauen, abtragen, aber dann auch irgendwie natürlich aussehen lassen. Mhm. Am Ende so eine Treppe. Muss auch irgendwie stimmig sein. Mal gucken. Tja, das ist die Frage. Aber das ist ja Minecraft. Also das ist ja auch das, was irgendwie cool ist immer. Ja, das stimmt. Dass man gefühlt alles umbauen muss, weil es uns einfach nicht passt. Ja, ich habe auch irgendwie das Problem, egal was ich tue, es wird nicht symmetrisch. War auch mal eben weg. Mach das jetzt einmal so rum und dann, weißt du, auf dann. Aber irgendwie Symmetrie ist halt einfach super, super wichtig. Ja. Das ist ganz schrecklich. Aber tatsächlich auch im echten Leben habe ich das ganz häufig, dass das schon irgendwie, jetzt nicht bei Bildern oder so, da ist das normal, finde ich. Mhm, ja. Das muss passen. Aber, keine Ahnung. Ja, mir fällt gerade kein Beispiel ein. Aber muss schon immer alles so ein bisschen symmetrisch sein. Ja, ich finde Bilder zum Beispiel ein gutes Beispiel. Nicht vom Bild selbst, aber beim Aufhängen, dass das irgendwie mittig hängt oder so. Ja, das auf jeden Fall. So. Oh. Abschließen werden wir damit. So, da haben wir es zumindest grundlegend erstmal hinbekommen. Und da müssen jetzt eigentlich diese Stufen drauf auf den Cobblestone-Platten. Ich will meinen See hier auch nicht wegmachen, aber von unten, ja, hier die Treppe beginnen. Ich komme jetzt mal vorbeischauen. Bin ja schon neugierig. Ja, noch ist bei mir ja nicht viel los, ne? Also. Achso, soll ich dir ein bisschen Kohle mitbringen? Das kannst du, wenn du magst. Na, willkommen klar. Zurück, Denise. Was gibt's jetzt zum Essen? Oh, da bin ich aber auch neugierig. Der ganze Chat wartet gespannt. Mhm. Ja, glatter Stein und dann glatter Bruch. Glatte Steintreppen, Stufen. Das ist doch gut. Jetzt warte ich da noch ein bisschen. Aber ich kann es ja schon mal anfangen. Ich habe ja auch schon drei. Ah, ich finde irgendwie, jetzt kommt gerade auch so ein bisschen die Müdigkeit, ohne dass das jetzt schlimm ist. Ja. Wir sind auch die, also kann ich mir bei dir natürlich sehr gut vorstellen. Nennt sich Flammkuchenstulle, ist Brot mit Frischkäse und Schinkenwürfen im Ofen gebacken. Boah, oh, das klingt richtig gut. Ui. Da wäre ich auch noch am Start. Das passt doch hier. Zack, zack, zack. Da wären wir wieder dabei. Ja, die Namensfrage, ne, ist natürlich eine große. Das wird uns kosten. Und das Problem ist, du kannst so viel vorher planen. Der Name muss stehen. Du kannst ja kaum etwas machen, wo der Name... Also du kannst natürlich auch Dinge machen, wo der Name dann am Ende kommt. Aber das ist schon ziemlich schwierig. Weil du ja vieles darauf aufbaust. Und dann auch irgendwie auf so was...
was prägt. Das habe ich mir vorhin nämlich auch gedacht, als ich dann da geguckt habe, dass das wieder ein bisschen stimmig ist. Habe ich sofort das Gefühl gehabt, also woher kommt eigentlich der die Emotes, ne, was haben die damit zu tun und so. Mhm. Obwohl, muss eh wahrscheinlich auch noch weg. Ja, so soll es aussehen, da unten. Ich weiß nicht, ob du es jetzt gesehen hast. Nee, warte mal, ich tue kurz die Kohle einfach in den unteren Ofen, ne? Ja. Und dann soll, ich habe jetzt mir gedacht, bis hier quasi. Mhm. Und ab hier beginnt dann mein Grundstück. Okay. Weil der See so schön ist. Oh, das sieht ja schon richtig gut aus. Boah, cool. Das ist ja irgendwie eine Treppe oder so dann irgendwo hin. Weil ja. Das soll schon eher so ein bisschen ebenflächig sein und dann, ja, muss man irgendwann eine Treppe bauen. Und wenn du hier so eine Mauer quasi baust, dass du hier so straight runter baust, also ganz gerade direkt eine Kante und dann quasi so eine Mauer baust, die das stützt, die Erde stützt. Stimmt, das geht auch. Das ist auch geil. Stimmt, dann kannst du quasi außen rum und, ne? Also du kommst dann quasi nicht jetzt hier über diesen Weg hier nach unten. Genau, sondern irgendwie hier so. Ja, dann passt das auch hier mit der Mauer sehr gut. Oh ja. Sowieso hier. Ja, soll ich dir helfen, meine Schaufel reparieren? Die Frage ist, wie soll die Mauer aussehen? Bin da mal weg, ne? Ich arbeite nämlich jetzt die ganze Zeit nur mit Steinziegel und das wäre dann hässlich. Einfach Steinziegel hochknallen. Vielleicht, wenn du irgendwie so, keine Ahnung, sagen wir mal so. Ja, so gerüstmäßig, ne? Genau, und dann kannst du ja irgendwie vielleicht das so machen und dann ist da oben drauf die Erde oder sowas. Ja. Und darunter dann irgendwie was. Kannst du immer so stehen lassen. Da beginnt dann irgendwie so das Gras. Ja, und dann hier. Ja, aber Kobbel passt dann auch einfach manchmal, ne? Ja, oder das dahinter, dass du so ein bisschen 3D hast, falls ich mal machen darf. Ja, klar. Also, dass du es so quasi hast. Ja, doch, hinter macht auch mehr. Warte mal, und jetzt noch was dazu. Da dann das irgendwie, gut, jetzt habe ich keins mehr. Dass du den da so durchschimmern siehst. Ja, und dann machst du das halt auf, ne, bis zu einer gewissen Höhe. Also, ne, das geht ja ungefähr bis hier oder so. Viel weiter muss es ja auch fast nicht. Weil hier ist ja schon alles ebenerdig. Oh ja, das ist doch super. Ne, und dann macht man das dahin. Ja, welche Höhe ist denn das? Warte mal. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 runter. Mhm. Kann ich dir da helfen beim Terraform? Bestimmt. Dann gehe ich ganz kurz. 1, 2. Ach, guck mal, ja, das dauert. Gut, dann repariere ich meine Schaufel und dann habe ich nämlich auch ein bisschen was zu tun. Ist ja auch ganz angenehm. Packe jetzt mal mein Inventar auch weg. Ich mache mir mal eine Dia-Geschichte. Mhm. Genau, das mache ich jetzt. Ich hole mir jetzt mal eben, baue mal eben zwei Truhen hier dazwischen. Ein bisschen blöd. Dann machen wir mal alles rein, was wir nicht brauchen jetzt dafür. Das auch nicht, eine Axt nicht. So, wir brauchen eigentlich nur Spitzhacken und Schaufeln. 1, 2, 3, 1. Das hält sich ja, ne? Und dann verzaubern wir das noch. So. Sandstone. Mach ich gleich. Genau, dann komme ich mal kurz zu dir, damit ich mal eben verzaubern kann. Jo. Was habe ich denn hier? Das wird doch ein großes Projekt. Und dann kann man halt gucken, wie weit man diesen Hafen macht, ob man den dann irgendwann beendet und das dann wieder natürlich lassen. Also natürlich lässt. Und es auch cool aussieht. Oder ganz rumziehen, oder wie? Ja, oder halt, ja. Könnte man halt auch. Mhm. Muss man dann mal schauen, ne? Also man kann ja auch verschiedene Gebiete oder so. Ich bin falsch, hallo. Ja. Achso, ich muss noch craften. Oh, und natürlich so ein richtig schönes Schiff oder so ist natürlich auch immer eine gute Sache. Ja, das auf jeden Fall. Oh, ich verschwende jetzt meine ganzen Diamanten, das ist so dämlich. Ja, ich doch auch. Wobei, da hat man später wieder was zu tun und so. Ja. Haltbarkeit. Ja, warte mal, hier machen wir Effizienz. Ach, guck mal, haben wir Haltbarkeit und Effizienz. Nein, ich brauche einen Lapis Lazuli. Ist Effizienz 4 das Beste, was man haben kann? Ich glaube 5, oder? Ah, okay, schön. Habe ich jetzt im Gefühl, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Mhm. Ich mache mir jetzt einfach eine richtig krasse Schaufel mit meinen ganzen Diamanten, was eigentlich super, super dämlich ist. Aber ich habe jetzt Haltbarkeit 2, das reicht. Ja. Okay, Poon sagt auch 5. Ja, wunderbar. Dann, Denise auch. Da wissen wir es doch. Super. Perfekt. Haltbarkeit. Zack.
So. Aber da geht es dann auch so darum, vielleicht so eine gemeinsame Playlist. Oh ja. Ich muss mein Tonproblem hinbekommen. Wir können aber, bevor wir anfangen, nochmal schlafen. Ja, gerne. Ja, das ist natürlich auch interessant. Wie stehst denn du zu YouTube? Also, dass das auf YouTube kommt. Genau, richtig. Also jetzt nicht nochmal extra produzieren. Nö, das ist mir, wenn das einfach nur die Streams sind, ohne dass man jetzt groß was aufwenden muss. Vielleicht halt mit Thumbnails oder so, damit das irgendwie. Ne? Das ist okay. Aber okay, ich bin da jetzt nicht so Feuer und Flamme, das unbedingt zu machen, weil es einfach nicht mehr. Ja, nee, also da wäre ich voll dabei. Ich mache YouTube immer noch super gerne. Da stellen wir dann jemanden Gewisses ein, der das mit Thumbnails und. Ne? Zahlen wir das von Twitch. Na klar. Ich weiß aber, da muss ich allerdings, weiß ich auch gar nicht, wie das mit diesem. Das müssen wir gleich mal, können wir mal kurz drüber schnacken. Ja, gerne. Weil ich jetzt ja nicht so viel. Dann ich habe eh da. Früher aufhören, dann reden wir nochmal eben drüber. Ja, gerne. Morgen kann ich halt nicht, ne? Morgen sitze ich halt mit Olaf Scholz zusammen. Ja, richtig cool. War ein bisschen komisch auf jeden Fall. ich werde. Ja, nee, keine Ahnung. Also, ich habe Familie, habe ich Bescheid gesagt, dass sie das gucken können. Mhm. Sonst werde ich das, glaube ich, niemandem sagen, weil ich weiß ja noch nicht mal, ob ich da irgendwie eine Frage stellen werde. Vielleicht bin ich auch einfach viel zu eingeschüchtert oder so. Ja. Aber vielleicht ist es auch mega cool und angenehm. Mhm. Und dann frage ich da was. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja, vielleicht wird es auch mega komisch einfach. Ja, muss ja nicht jeder sehen dann. Mal schauen, wie es wird. Ja, und warte mal, ist morgen Dienstag, ne? Genau, quasi erst ab Freitag dann wieder. Ja, und damit alles man das gut. Mal so ein bisschen grundlegend überlegen kann. Ich weiß ja nicht, wie du da Richtung Wochenende Zeit hast. Vielleicht kann man da ja auch schon ein bisschen konkreter werden. Ne? Ja, mega gerne. Sehr, sehr gerne. Ich bin, also an sich ist bei mir das immer sehr angenehm. Ich bin halt abends eigentlich immer verfügbar. Ja. Das ist ganz schön. Ja, ja, bei mir passt das ja auch. Können wir ja mal gucken. Ich sagen. Keine Ahnung, jetzt irgendwie noch den Tag oder so, also du willst noch ein bisschen, 2 Tage oder sowas. Nö, alles gut. Hier Minecraft und dann, ja. Und da bin ich zufrieden. Die anderen, ihr müsst euch dann überraschen lassen, was dann passiert. Ihr werdet es ja noch irgendwie mitbekommen, das ist ja jetzt gar kein Thema. Na klar. Aber es wäre schon witzig daraus, auch dieses Projekt, sag ich schon, so ein bisschen das, was wir da meint mit dem, einfach mal mit dem Selbstversuch. Ja, finde ich auch sehr, sehr cool. Das wäre schon ziemlich witzig. Ja. Ey, ich bin da auch definitiv schon ein bisschen on fire, kann man schon sagen. Ja. On fire. Tobi ist on fire. Ja. Ja. Es wird auch Sand gemacht. Ja, auch Sand, Erde. Übertreib doch nicht jetzt. Ich schäme mich auch ein bisschen. Mann. Nee, ist meine Seite. Tihihi. Okay, dann mache ich das. Achso, nee, so zum Thema YouTube, was ich da noch dachte. Also, ja. Ich habe halt so 2 Dinge überlegt. Also, ich glaube, cool wäre es natürlich, das zu nutzen als Archiv einfach, wo man dann, ne, weil auf Twitch sind die Streams halt nach 2 Wochen weg, ist halt schade. Ja. Andererseits, so das Zweite, was ich mir noch vorstellen könnte, was aber dann auch so das Maximum oder das Höchste der Gefühle wäre, vielleicht die Streams noch irgendwie zusammenzuschneiden, wenn man mal ein bisschen Zeit hat. Also ich jetzt, du nicht, alles gut. Ja. Ich weiß nicht, wie du dazu stündest, aber das auch nur vielleicht. So, also ich finde gerade vielleicht so ein Hinblick auf, also was ganz cool wäre, wenn man so verschiedene Clips und so hat, also ja so Highlights halt. Ne? Mhm. Das wäre schon ganz witzig. Ja, also dass man quasi sagt, irgendwie die Clips, die wir cool finden, die erstellt werden, die kommen dann einfach als Einzelvideo hoch und der Rest kommt dann halt einfach als Stream am Stück rüber. Ja, genau. Ja, cool. Ich habe hier mal eben so eine Geschichte hier reingemacht, so eine, damit wir wissen, auf welche Höhe wir runter müssen. Naja, perfekt. Du hattest irgendwo Kisten? Ja, im Haus. Ich habe die jetzt, glaube ich, nicht hier hingestellt. Ah ja. Ist ja ein Inventar voll. Ja. Also. Aber ich habe schon ein bisschen, also ich war nicht so klug, das vorher auszumisten. Ja, so, okay. Ja, immerhin. Huch, ich höre böse Leute. Böse Leute? Mhm, ich habe böse Leute gehört. Irgendjemand macht... Oder du bist das. Das kann ja auch vielleicht in meinem Keller sein, der ist nicht so gut ausgeleuchtet. Ah, okay.
Nee, hier hinterm Haus. Hier? Hinterm Haus steht einer. Hinterm Haus, natürlich. Und sagt nix. Na klar. Ja, das wird auf jeden Fall hier ein Projekt. Ja, ich glaube, das könnte wirklich sehr, sehr schön aussehen. Das glaube ich auch. Dann würde es ja vielleicht sogar Sinn ergeben, hier das Lagerhaus hinzubauen, dann direkt an Hafen, oder? Ja. Auch vielleicht mit so einem Kran, der dann so über die See geht. Oh, das super doch cool. Episch. Ja. Gott, wir bauen den Hamburger Hafen nach. Juhu. Weiß übrigens nicht, warum ich jetzt hier. Ist das wegen der Fackel? Oh, keine Fackel. Nee, ist nicht. Oh, das ist aber auch angenehm, dass das kaum Stein hier ist, ne? Dass das meiste wirklich Erde nur ist. Ja. Das ist ganz cool. Es geht auch schnell tatsächlich jetzt gerade. Mhm. Gut, wir sind noch zu zweit und du hast so eine hyper-mega Schaufel. Man fragt sich nur warum, aber man muss sich auch mal was gönnen können. Ja, richtig. Das ist. Oh, ich muss auch sagen, ich habe auch irgendwie schon über Minecraft so ein bisschen nachgedacht, hier über die Welt. Ja. Man denkt sich dann ja schon so ein bisschen, in welche Richtung baut man und wie kann man das machen. Und ich muss sagen, ich habe noch gar keine Ahnung, wo vielleicht irgendwie ein Stadtkern hinkommen könnte oder so. Hm. Keine Ahnung. Ist auch noch gar nicht gegeben im Moment, ne? Nee. Denise, ja, es ist, ja, was heißt drückend warm? Es ist natürlich jetzt hier Dachgeschosswohnung. Es ist ein bisschen wärmer, aber ansonsten, es ist aushaltbar. Ist okay. Ja, aber man merkt natürlich auch, wir haben noch immer das Problem, wir haben jetzt erstmal leider einiges an Geld ausgeben müssen für gute Fliegengitter, Dachgeschoss, also ne, so Fenster und so, dass das alles passt. Und müssen jetzt quasi noch warten auf den Vermieter, der übrigens heute anrufen wollte, zwecks, also, aber kam nichts bei raus, der hat nicht angerufen, der war auch nicht da. Super. Du warst ja auch, super, ne? Weil jetzt geht's, jetzt werden die nächsten Tage wieder kühler. Aber ich will halt gewappnet sein, ne? Also ich will zumindest alle Möglichkeiten haben, dass man hier den Sommer gut durchleben kann. Deswegen finde ich das aktuell nicht schlimm. Es ist okay. Aber bin mal gespannt. Das wird noch, glaube ich, ganz interessant werden. Ja, interessante Woche dann, ne, für dich. Ja. Achso, ja, mit Stadt. Also ich war schon kurzzeitig überlegen, einen Ventilator vom Schrank zu holen. Ja, wir waren heute im Rewe und hatten da im Prospekt einen Ventilator, so einen Standventilator gesehen, aber der war jetzt auch von der Wattzahl und so. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, der wird jetzt den Kick bringen. Mhm. Da haben wir den dann lieber mal dort gelassen. Ist ja nicht dann unnötig Geld ausgeben. Aber wir müssen ja sogar noch einen runter, weil das dann der Stein wird. Oh ja. Na toll. Ja, mache ich direkt. Ich bin ja schon froh, im Auto habe ich jetzt mittlerweile eine Klimaanlage. Das war früher auch nicht der Fall. Ich habe halt das alte Auto meiner Großeltern bekommen und da gab es halt ein Gebläse, aber das hat halt auch nicht kühl gemacht, sondern einfach nur die Autoluft einmal so durchgewälzt. Ja, richtig. Und das ist halt schon irgendwie, auf das möchte man dann irgendwie auch nie wieder verzichten müssen. Nee, das ist ja auch dann völlig normal quasi. Aber ist doch gut, dann kommst du da wenigstens auch gut durch. Ja. Zum Thema Stadtkern oder so. Mhm. Ich glaube, das ist. Also, sonst hat man das ja immer sehr schnell, dass man da so Überlegungen hat. Ich glaube, das ist jetzt aktuell aber gar nicht so, weil. Also, wir sind ja gemächlich dabei, sage ich mal. Mhm. Das hat jetzt ja nicht so den Stil gerade, dass wir so mega schnell sind, sondern es ist ja alles so nach und nach. Ich glaube, deswegen kommt man da noch gar nicht so drauf. In diese Richtung, dass man da jetzt schon daran denkt. Ne, haben wir so drei, gibt so drei kleine Gebiete, wo gebaut wird. Mhm. Die kann man alle gut erreichen, aber alles, was dazwischen ist, das wird halt auch nochmal ordentlich Arbeit kosten, aber es macht ja Spaß. Ja, das stimmt. Das gehört ja auch dazu. Also das ist ja auch Minecraft so. Ja, richtig. Also das kann auch alles weg. Ich finde das auch komisch, ja. Also ich muss gerade mal schauen. Diese Mauer. Ich glaube, Terraform-mäßig wäre das ganz cool, wenn man die Mauer sogar mit dem Grundstück gleichsetzt, so ein bisschen. Dass es dann alles hier auf eine Höhe ist. Also hier dann quasi alles voller Erde hochgemacht wird und dass die Mauer so ein bisschen rumgeht. Und ich weiß aber gerade nicht, auf welcher Höhe. Soll die Mauer dann auch hier nochmal langlaufen, wo ich gerade langgehe? Dass sie quasi ans Haus abschließt? Ja, muss man halt gucken. Also das, oder vielleicht, dass sie dann hier, dass sie so ein bisschen, ich laufe die jetzt mal, dass sie hier so ein bisschen, ne? So ein bisschen Bogen macht und dann vielleicht so und dann hier so runter geht und endet. Ach cool, so ein bisschen im Winde verläuft. Ja, genau.
im Sande verläuft. Im Sande verläuft. Ich mach das jetzt mal extra so, einfach nur damit man so ein kleines Gefühl, man wird sie ja auch so ein bisschen kurvig bauen können wahrscheinlich. Ja. So. Ja, keine Ahnung, dann endet sie dort und dann geht's bei mir auch da so ein bisschen wieder runter. Könnte ganz schön wirken vielleicht. Ja, cool. Ich finde das eh das immer sehr schön. Das ist eine Großbaustelle jetzt gerade. Ja. Wie aus dem Nichts. Ich finde das generell auch immer sehr schön, wenn man dann einfach sieht, ja, weiß ich nicht, ich habe vergessen, worüber ich reden wollte. Ist gar nicht schlimm. Packen wir nochmal. Eisen, ja. Ach so, wenn man sieht, dass das Ganze auch so ein bisschen, ja, mehrere Ebenen hat, also nicht irgendwie einfach komplett glatt ist. Ja. Das hat man ja früher schon ganz gerne gemacht, ne? Hier und da alles komplett glatt machen. Es muss halt ein bisschen natürlich noch wirken. Genau. Wir bauen eine Mauer um Andi. Ja, vielleicht ist es ja schon quasi meine eigene Welt. Ich baue sie dann einfach weiter. Und das wird jetzt aber langsam dunkel. Ich glaube, ich würde jetzt nochmal meine Sachen in den Keller bringen. Obwohl, einfach in die Kiste. Ja, die ist bald voll. Ach so, ja, dann ich habe ja sonst auch nichts. Ich habe nur die noch. Naja, noch passt ein bisschen was rein. Ja, ich hab noch genug Platz im Inventar. So. Ja, perfekt. Ich bin mal so frei, ne? Ja. Und trink mal ein Schlückchen. Beim nächsten Mal direkt Tag. Perfekt. So, dann lege ich mich hier rein. Wunderbar. Noch vielleicht ans Meer stellen, an unsere Baustelle zum Abschied. Können wir machen. Direkt hinter dir. Das musst du machen, wenn du klingelst. Oh. Ja, gut. Wenn man ganz hoch geht, geht's. Wie war denn das? Boah, das wird ja richtig episch. Das ist ja ein riesen Grundstück. Und wenn man da wirklich so einen Marktplatz vielleicht sogar, also so einen Umschlagplatz oder so baut. Boah, ja, das wäre halt cool mit so kleinen Hütten. Ja, richtig gut. Und da, ja, und da hinten oder so, da könnte dann halt auch, ne, es sieht so aus wie so eine Bucht oder, ja, wohl auch, ne, hier links ist quasi so die Bucht, aber da wird es schwierig, weil es da echt steil hoch geht. Aber da wäre dann zum Beispiel die Möglichkeit, das natürlich zu lassen. Oh ja. Dass man da dann anbaut und dann kommt da nur so ein paar Stützen vielleicht hin, wie hier, die es so hält. Und dann geht es da hinten ein bisschen wieder weiter, wo der Leuchtturm dann hinkommt. Oh ja. Ja, der Leuchtturm. Ja, wirklich immer dieses Stück Gras abgebaut, was um meine Häuser drumherum war. Heute denke ich mir, da fehlt die Textur und setze eher Gras. Für Hütten muss da mehr weg. Ja, aber wir haben ja auch hier dann noch richtig viel Platz. Ja, mega. Mal gucken. Total. Meine, das hat auch geheimmäßig hier reinbauen. Oh, ich kann mir einen Geheimgang von meinem blöden Keller, dass ich hier rauskomme, wo ich nicht rumlaufe. Ja, voll gut. Ja, richtig stark. So, das seht ihr dann in den nächsten 27 Folgen, weil das dauert alles noch sehr lang. So ist es. Ach, perfekt. Ja, haben wir doch mal große Ideen, aber das macht Minecraft eben aus. Oh ja. Ja, damit auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich sagen. Genau, danke, danke. Hat sehr viel Spaß gemacht wieder. Oh ja. Und wie immer vielen Dank fürs viele Schreiben. Ist immer sehr schön. Ja, das stimmt. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Habt noch einen wunderschönen Abend. Genießt nochmal da, wo es warm ist. Letzte Wärme, bevor es wieder ein bisschen blöder wird. Und wir hören uns. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. So. Mir ist aus. Ich trenne auch mal hier die...